Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zur Nummer 12. Steirischen Medienanalyse. Ja, ist schon das 12. Mal. Wir haben uns unbemannt. Jetzt Peter Bleikners Medienfrühling, weil es auch einen Medienherbst gibt. Das kam so, dass wir am Anfang extra Social Media Beitrag gemacht haben im Herbst, da wir jetzt sagen, man kann, wenn man über Medien spricht, über Medienlandschaft spricht, die Social Media gar nicht erwähnen. Es ist sowas von selbstverständlich, das fühlt sich ad absurdum, es muss immer dabei sein, darum haben wir das benannt in unseren Medienfrühling und dann im Herbst gibt es noch einmal ein Event im Medienherbst. Herzlich willkommen, es gibt noch genug Freiplätze. Peter Bleikner hat uns was Außerordentliches versprochen. Er hat uns versprochen, er kann einen roten Faden sehen zwischen Trump, Brexit, dem Druck, den viele große Mediengiganten und Medienplatzhirschen teilweise spüren. Und das verbinden mit den aktuellen Zahlen, internationalen Trends und uns dann erklären, warum das vor allem was mit Österreich zu tun hat. Also ich persönlich bin schon sehr gespannt drauf und freue mich, dass du uns das jetzt wirklich zu Gemüte führst. In deiner gewohnt wirklich unterhaltsamen Art, sodass uns wahrscheinlich nach 2 Stunden denken wir, wo ist die Zeit jetzt hingekommen? Wir haben wieder so viel Neues, so viel Interessantes erfahren. Du bist am Wort, lieber Peter. Danke. Du sollst die Sommerzeit nicht vor dem Abend loben. Also jetzt muss ich ja erst einmal weisen. Und was Inge Facher nicht dazu gesagt hat, das war das Briefing, das ich von den USA über Nordirland bis Österreich wandern soll. Und dann habe ich mir gedacht, ja, wenn sie das sagt, sie ist die Auftraggeberin, dann versuchen wir das Ganze mal. Sie sind ja vielleicht gewohnt, dass da eigentlich immer ein überraschender neuer Titel kommt. Das ist ja diesmal nicht. Jene, die letztes Jahr schon hier waren, und zwar im Frühling, werden Sie erinnern, auch damals haben wir schon über Medienfreiheit und politische Kandare geredet. Tja, dabei ist es auch geblieben. Das ist, glaube ich, noch beherrschender geworden. Es ist vor allem noch omnipräsenter geworden. Und auch damals haben wir schon gesagt, wir müssen reden. Damals waren die Themen vielleicht noch ein bisschen weniger, noch ein bisschen weniger in der breiten Öffentlichkeit präsent. Es ist ein bisschen was dazugekommen. Wir müssen mehr denn je über die Medienanalyse, aber auch über die Auflagenkontrolle reden. Die Medienanalyse ist ja meistens die breiteste Grundlage der Daten, die ich hier präsentiere. Ich werde sie Ihnen präsentieren und ich werde aber noch blödere Bemerkungen, als ich sonst dazu mache, abgeben. Ich bin mir relativ sicher, dass man mich dafür nicht klagen kann. Weil das, ja, so ist es passiert auch. Also ich bin ein einziges Mal in meinem journalistischen Leben erfolgreich verklagt worden. Das war wegen unlauteren Wettbewerbs, das war wegen solcher Daten. Ich habe zwar bis jetzt recht, aber ich kann mit Fug und Recht behaupten, dass sich der Richter bis heute nicht mit dem Zeug auskennt. Aber Sie werden danach wissen, warum man mich wahrscheinlich nicht klagen kann. Wir müssen über den ORF und die Krone reden. Das tun derzeit relativ viele Leute, vor allem der ORF und die Krone reden über sich, was nicht selbstverständlich ist. Das ist durchaus etwas Neues. Das heißt immer, da ist Feuer am Dach. Denn freiwillig redet weder der ORF über sich, noch die Krone über sich. Sie machen das in sehr unterschiedlicher Art und Weise, wie wir derzeit schon erleben und wie wir in den nächsten Monaten und vielleicht Jahren erst die Reihe fußfrei noch erleben werden. Aber wir dürfen darüber natürlich nicht außer Acht lassen, dass den großen Rahmen für das Ganze weder die österreichische Mediengesetzgebung gibt, noch die österreichische Politik, noch österreichische Medienmacher für den Rahmen sorgen letztlich technische Errungenschaften, die neue Anwendungen ermöglichen. Stichwort Social Media. Den Rahmen macht im weitesten Sinne Facebook, Google, Instagram, keine Ahnung, was Sie noch dazu nehmen wollen, Amazon und Co. Und weiterhin letztlich ein etwas unausgewogenes Verhältnis in Österreich zwischen Boulevard und jenen Medien, die übrig bleiben und sich nicht so nennen, beziehungsweise nicht dazu bekennen. Das ist übrigens meistens der Boulevard selber auch. Und vielleicht sollten wir am Ende noch ein bisschen über Lippenbekenntnisse der Medienpolitik reden und ihre Handlungsweisen. Da könnte ich mich dann jeden Kommentar enthalten. Ich habe Ihnen nämlich auch ein paar schöne Balkengrafiken dazu mitgebracht, damit Sie einfach sehen, was diese Schlagworte bedeuten könnten. Langer Rede, kurzer Sinn, nein, die Rede wird noch länger, auf ein Wort zu ein paar Themen, die ganz, ganz aktuell sind. Heute
gibt es ja die Regierungsvorlage zum Digitalsteuerpaket. Das bedeutet, man hat sich durchgerungen, nachdem auf europäischer Ebene keine Einigung erzielt worden ist, zu versuchen, Digitalkonzerne, globale Digitalriesen, die zumindest 750 Millionen Euro Umsatz machen, davon müssen 25 Millionen in Österreich gemacht werden, mit 5% zu besteuern bei Online-Werbung. Die Bayern sagen dazu, schauen wir mal. Die haben so etwas noch nicht gemacht, die Franzosen versuchen so etwas Ähnliches. Ich glaube, das sollten wir jetzt nicht zu negativ kommentieren, denn es ist zumindest der Versuch, eines Problems Herr zu werden, während viele andere Staaten es nicht einmal versuchen und auf europäischer Ebene offenbar keine Einigung zu erzielen ist. Wir sind wieder bei den britischen Inseln, in dem Fall sind die Iren besonders dagegen, dass so etwas passiert. Die haben nämlich ziemliche steuerliche Vorteile, wenn es so bleibt, wie es ist. Wir müssen reden über die Media-Analyse, über die Zahlen, die Sie hier bekommen. Die werden nämlich auch durch technische Entwicklungen extrem verzerrt, nämlich dadurch, dass es mittlerweile auch ursprüngliche Printmedien, also wird es so schön, Medien, die aus Verlagen eigentlich kommen, durchwegs ihre Produkte auch digital vertreiben und die Leserin, der Leser kaum noch unterscheiden kann. Habe ich das jetzt auf Papier gelesen? Habe ich das jetzt über einen Bildschirm mitbekommen? Das führt zu extremen Verzerrungen in der Größenordnung, in der Reichweite dieser Medien. Dafür werden wir ein paar ganz schöne Beispiele sehen. Drittens hätte ich es natürlich gerne, wenn ich Ihnen aus einer einzigen Untersuchung zitieren könnte, die alle Daten vergleichbar machen würde, eine sogenannte All-Media-Untersuchung, in der wir dann wieder Papierprodukte, Radio, Fernsehen und Internetangebote in einem hätten. Die soll es demnächst wieder geben, und zwar den Media Server, der das schon einmal gemacht hat vor ein paar Jahren. Das Ganze hat leider einen Schönheitsfehler. Das wird nämlich gemacht von der Arbeitsgemeinschaft Teletest, vom Radiotest, von Out of Home, Plakate und so weiter, und von den Agenturen. Und wenn einer genau schaut, denkt er, da fehlt doch irgendwas. Ja, es fehlen die Printmedien, die machen nämlich nicht mit. Die wollen aber die Printmedien mit untersuchen. Ich gehe mal davon aus, dass die Printmedien sich dann nicht sehr dazu bekennen werden, wenn eine Untersuchung vor allem von den elektronischen Medien gesteuert wird. Es geht also doch immer sehr auch um Interpretationen von Daten. Wir müssen uns, glaube ich, ein bisschen mit dem ORF beschäftigen. Ich weiß nicht, wie weit Sie die Diskussion um seine Finanzierung in den letzten Tagen und Stunden geradezu verfolgt haben. Es ist einmal der große Ballon gestiegen, der ORF wird künftig aus dem Bundesbudget finanziert. Dann kam der große Protest aller, naja, das macht ihn vielleicht nicht unbedingt unabhängiger, wenn er dann jedes Jahr antanzen muss und sein Budget verhandeln. Da ist die Schere im Kopf wahrscheinlich nicht mehr so weit offen, sondern schließt sich ab und zu, wenn dann immer wieder die Budgetverhandlungen nahen. Dann hat man das mal kommunikativ zur Seite getan, hat bekannt, ja, wir bleiben bei der Gebührenfinanzierung, das ist das, was wir derzeit haben. Aber gestern hat sich Minister Blümel plötzlich zu einem neuen Modell bekannt, das auf der Medienenquete 2018 noch geradezu ausgeschlossen hat. Da ließ er nämlich gar nicht drüber abstimmen im Saal, was denn im Saal am liebsten wäre. Das ist die sogenannte Haushaltsabgabe. Die Haushaltsabgabe ist anders als unsere Gebühr, von der man befreit wird, und wenn man das online schaut, dann muss man sie eh nicht zahlen. Eine Gebühr, die jeder Haushalt zu entrichten hat und die letztlich Medien, vor allem dem Rundfunk, zugute kommt. Deutschland hat vor ein paar Jahren schon entsprechend umgestellt. Die Schweiz hat sich per Volksabstimmung ganz, ganz knapp dazu entschlossen und macht das seit 1.1. so. Das ist jetzt die bevorzugte Variante von Blümel, zumindest laut einem Interview, das er gestern für den Report gegeben hat. Was steht noch an? Vielleicht heuer, vielleicht später. Die Führungsstruktur des ORF soll so umgewandelt werden, dass es nicht mehr einen Alleingeschäftsführer gibt, was bisher Alexander Rabetz mit bewundernswerter Kondition ist. Es gab noch niemanden, der das so lange ausgehalten hat. Das lässt sich nachweisen, historisch. Also es ist insgesamt schon länger als Gerd Bacher. Das soll ersetzt werden durch einen Vierer, vielleicht doch einen Fünfer-Vorstand. Das weiß man noch nicht so genau. Wenn es ein Vierer-Vorstand wäre, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass er aktuell, Sie werden nicht so überrascht sein,
türkis-blau wäre. Beim 5er Vorstand könnte es sein, dass der 5. vielleicht was anders ist. Nicht türkis-blau, vielleicht schwarz. Nein, ich weiß nicht. Dafür werden seit Monaten schon Kandidatinnen und Kandidaten gehandelt, welche die es gerne werden wollen, welche die dort gerne dort gesehen werden. Über die Qualifikationen, die man dort braucht, ist seltsamerweise nahezu nicht geredet worden. Ich habe jedenfalls noch nichts darüber gehört. Ungefähr das Gleiche gilt für das Aufsichtsgremium des ORF, den sogenannten Stiftungsrat. Da wissen Sie auch vor allem seinen Bestimmungsritus. 9 Leute von der Bundesregierung, jedes Land kann jemand entsenden, muss jemand entsenden, die Parteien, die im Nationalrat vertreten sind. Das heißt, sie wissen gewisse politische Zuordnungen, man könnte auch sagen Parteinähe, aber sie wissen nicht, welche Grundqualifikation es braucht, um so ein Stiftungsrat zu sein. Ich stelle es mal einfach so in den Raum. Was macht der ORF in einer solchen Situation? Ja, er lässt sich beraten, nicht von mir. Er schaut über die Grenzen in die Schweiz, wo eine ähnliche bedrohliche Situation die SRG soeben bravourös überstanden hat. Dort gab es eine Volksabstimmung darüber, ob die Rundfunkgebühr behalten wird oder nicht, die No-Billag-Initiative. Am Anfang hat es so ausgeschaut, als wenn das für die Initiatoren so etwas wie eine gemahnte Wiesen wird. Dann ließ man sich beraten in Zürich, in Bern. Und am Ende ist es mit großer Mehrheit für die Beibehaltung der Rundfunkgebühr ausgegangen. Wir dürfen uns zugute halten, dass die Berater eigentlich Vorarlberger sind. Das sind die Brüder Fair, die Fair Advice gegründet haben. Ein Unternehmen, das mittlerweile auch mit der Styria verschachtelt ist, mit einem Tochterunternehmen. Und dieses Unternehmen Fair Advice berät jetzt den ORF. Was machen die? Ein Bruder Fair ist einer der bekanntesten Wirtschaftswissenschaftler deutscher Zunge. Er wurde sowohl in Deutschland, in Österreich als auch in der Schweiz schon zum Wirtschaftswissenschaftler des Jahres gewählt. Und sein Bruder betreibt den ökonomischen Zweig Fair Advice und gemeinsam beraten sie den ORF unter dem Stichwort Verhaltensökonomie. Das heißt, der ORF muss sich um seine Beziehungen kümmern, um seine Beziehungen zu seinen Stakeholdern. Und die Stakeholder, sie werden es nicht fassen, sind laut Auffassung von Fair Advice, nicht etwa die ÖVP, die SPÖ, die FPÖ, die Grünen, die Pinken. Nein, laut Fair Advice sind die Stakeholder Sie, wir. Und das führt zu ganz ungewöhnlichen Entwicklungen. Man wird transparent werden. Man wird sagen, aha, ich habe die Botschaft verstanden. Was hat Fair Advice bisher gemacht? Fair Advice hat 140 echte Stakeholder, das sind nicht Sie und ich, und 3.800 Bürgerinnen und Bürger, repräsentativ halbwegs für das ORF-Publikum, befragt, wie es denn mit ihren Beziehungen so steht zum ORF. Herausgekommen ist, dass die Identifikation mit dem ORF eigentlich ganz beruhigend ist, nämlich ungefähr so hoch wie mit der SRG, als der Prozess dort gestartet ist und man dachte, okay, die Rundfunkgebühr wird sicher abgeschafft. Vereinfacht ausgedrückt, 23% der Österreicher identifizieren sich sehr mit der Institution ORF, 32% aber sehr schwach und alles andere ist dann mittelmäßig. Ein idealer Wert ist um die 80% und um diese 80% zu erreichen, wird Fair Advice, wenn sie denn weiter dürfen und sich im Vorstand nichts ändert und sich in der Gesetzmäßigkeit nichts ändert, die nächsten 12 bis 18 Monate dem ORF beraten. Ich habe heute Vormittag mit dem Gerhard Fairlänger geredet. Aus seiner Sicht, ohne dass er für das Unternehmen sprechen kann, wird das sehr viel mit Einbindung des Publikums zu tun haben. Also es geht sehr darum, okay, was bedeutet ORF? Stichwort, diese Identifikation mit dem ORF ist nicht so hoch wie die Identifikation mit seinen Programmen. Wir identifizieren uns eher mit einem ORF 1, oder ORF 2, Ö1, Ö3, natürlich jeweils die Hörerinnen und Hörer, Seherinnen und Seher, als mit der Institution ORF. Und es geht eben darum, dieses Vertrauen, dass wir gewisse Programme haben, auf die Institution drüber zu stülpen, beziehungsweise auf die Institution zu erweitern. Gehen wir ein bisschen in die größere Welt. Facebook
hat vorgestern bekannt gegeben, dass es in einem Förderprogramm 13 deutsche Verlage, große Verlage, unter anderem jene Funke-Gruppe, der die Hälfte der Kronenzeitung gehört, bei der Entwicklung digitaler Abo-Modelle beraten wird. Es gibt einen bekannten Hollywood-Film, der heißt, glaube ich, Der Feind in meinem Bett, oder? Okay. Facebook hat am gleichen Tag bekannt gegeben, beziehungsweise Herr Zuckerberg selber, in einem Gespräch mit Herrn Döpfner, das ist der Vorstandsvorsitzende des Axel Springer Verlags, dass sie sich schon überlegen, ob sie künftig so ein Separé für Medieninhalte machen. Damit man das Gute vom anderen unterscheiden kann, so in die Richtung. Sie überlegen es zumindest einmal. Ist auch ganz aktuell, das hat sich gestern ereignet. Dann haben wir diese Tage erlebt, wie es aussieht, wenn bei der Kronenzeitung neue Gesellschaften ins Spiel kommen. Nur um den Hintergrund abzuklären, die Kronenzeitung ist seit Ende der 80er Jahre, Anfang der 90er Jahre, das lässt sich nicht ganz genau festlegen, weil man ursprünglich nicht ganz klar war, wie viel Prozent die neuen deutschen Partner hatten, zur Hälfte im Besitz der Funke-Gruppe, so heißt das heute. Ursprünglich ist das Westdeutsche Allgemeine Zeitung WAZ, das ist das gleiche Unternehmen. Es hat sich relativ schnell herausgestellt, dass diese beiden Gruppen, einerseits die Familie Dichand, die Familie des Gründers oder Wiedergründers der Kronenzeitung, und die Funke-Gruppe nicht in allem gut verstehen. Nur Hans Dichand hat einfach hervorragende Verträge gemacht. Das heißt, die Funke-Gruppe hatte viel weniger Einfluss auf das Ganze, als man vermuten würde, wenn jemand 50% daran hat. Seitdem streiten, und das ist jetzt Jahrzehnte der Fall, Schiedsgerichte immer wieder darüber, wer was in den Unternehmen wie machen darf und kann. Das Ganze ist noch nicht geregelt. Die Schiedsgerichte haben derzeit sehr viel zu tun. Vor allem deshalb, weil Funke nicht ganz die Hälfte dieses Anteils an einen gewissen René Benko verkauft hat. Von dem haben Sie wahrscheinlich schon gehört. Das ist ein Landsmann von mir, ein Innsbrucker, um die 40 Jahre alt, der ursprünglich als Immobilieninvestor sehr auffällig geworden ist, zuletzt auch wieder, hat gerade das Chrysler Building in New York mit amerikanischen Partnern gekauft, er hat davor Kika Liner gekauft, er hat die Karstadt Kaufhof Gruppe gekauft, er kauft ganze Innenstädte, ob das jetzt Innsbruck ist, hat auch einiges in Wien, in Hamburg, und er hat einen illustren Beirat, in dem, würde ich sagen, so ziemlich das gesamte Farbenspektrum der österreichischen Politik prominent vertreten ist. Dem gehört nun also de facto nicht ganz ein Viertel der Kronenzeitung und er möchte zumindest die Hälfte haben, wenn nicht das Ganze. So ganz genau weiß man das nicht, weil Milliardär Benko, er ist einer der reichsten Österreicher, sich doch etwas auszeichnet, durch das sich viele Milliardäre auszeichnen. Er spricht ganz, ganz selten. Also auch wenn er jetzt in die Kommunikationsbranche wechselt, er gibt ganz, ganz selten Interviews, er lässt sich einfach nicht in die Karten schauen. Das hat er mit einem anderen Milliardär gemeinsam, der gilt als der reichste Österreicher, das ist Dietrich Mateschitz, spricht auch sehr, sehr selten, ganz selten, einmal hat er in der Kleinen Zeitung ein aufsehenerregendes Interview gegeben und danach hat er gegründet die Rechercheplattform Addendum, die einfach Lücken im österreichischen Medienwesen beheben soll, indem sie mit relativ bekannten Journalisten, ja, mit sehr viel Aufwand, versucht, Dingen auf die Spur zu kommen. Zuletzt versuchte diese Plattform Addendum, dem Herrn Benko auf die Spur zu kommen, just zu dem Zeitpunkt, als bekannt wurde, dass Herr Benko vielleicht mehr als die 24,% einer Kronenzeitung haben will. Da spielt dann noch mehr eine Rolle, da werden wir dann drauf kommen, wenn wir uns die österreichische Medienhitparade anschauen. Aber auch davon werden Sie noch mehr hören, denn dieser Tage erscheint von einer weiteren Rechercheplattform, die im Gegensatz zu Addendum nicht einem Milliardär gehört, sondern crowdgefundet ist, Dossier, erstmals ein Printmagazin, das ist ausschließlich der Kronenzeitung gewidmet. Und zwar wirklich ausschließlich. Sehr aufwendig gemacht, also es wurde dann mit 30.000 oder 40.000 Euro Crowdfunding verwirklicht. Einen Anlass gibt es dafür auch, das muss nicht unbedingt Benko sein, die Kronenzeitung wird gerade 60 Jahre alt, wird sich auch dementsprechend feiern im April, also in diesem Monat jetzt. Da
Das trifft sich halt gerade so. Und schließlich sollten wir uns Gedanken machen über die öffentlichen Werbeausgaben, zumindest jene öffentlichen Werbeausgaben, die wir nachverfolgen können aufgrund der Transparenzdatenbank, die viel gescholten ist, aber uns erstmals überhaupt Daten darüber zur Verfügung stellt, was Kommunen mit mehr als 10.000 Einwohnern, was Ministerien, was die Ämter von Landesregierungen so in Medien stecken, beziehungsweise wie viel Geld sie für Werbung wo ausgeben. Da ein kleiner Hinweis, wir rechnen mit ungefähr 600 Millionen Euro Programmentgelt, das der ORF wirklich von der Rundfunkgebühr bekommt. Und jemand wie ich, der ursprünglich aus der Zeitungsbranche kommt, sagt dann immer, ja, ja, und die Amutschkern aus der Printmedienbranche bekommen insgesamt nur nicht einmal ganz 9 Millionen Euro Presseförderung. Das stimmt so auch, das sind nur 8,9 Millionen. Nur, da gibt es noch ein bisschen mehr. Wir haben auch um die 16 Millionen derzeit Privatrundfunkförderung, sowohl für Fernsehen als auch für Radio, sowohl für kommerzielles als auch nicht kommerzielles. Darüber wird ganz selten gesprochen, das letztlich auch aus dieser Rundfunkgebühr vor allem finanziert wird. Worüber noch seltener gesprochen wird, ist, dass die öffentliche Hand mittlerweile, während sie auf der einen Seite mit Digitalsteuerpaket versucht, die, ja, wie nennen wir das, digitalen Giganten zu fesseln, gibt sie auf der anderen Seite immer mehr für die digitalen Giganten aus. Von rund 180 bis 200 Millionen Euro, die die öffentliche Hand jährlich an Werbeausgaben macht, landet derzeit ungefähr so viel wie für die gesamte Bundespresseförderung nur bei Google, Facebook, Instagram und YouTube. Also nur diese vier werden erfasst. Tendenz steigend, wir sind derzeit bei 5% dieser öffentlichen Ausgaben. Also, Sie sehen, wir kommen vom Digitalsteuerpaket direkt zu den öffentlichen Ausgaben. Also, es ist ein bisschen eine Augenauswischerei, das traue ich mich jetzt schon zu sagen, wenn sich da nicht etwas ändern würde. Haben Sie noch Fragen? Gut, dann war es das dann. Okay. Eine kurze Frage, nur weil ich erst vor ein paar Wochen mit der Julia Reder von der Beratungsarbeit der Zivilcourage und so weiter gesprochen. Ein Thema, was ich ein bisschen in der Branche mitbekomme, ist die Variante zur Haushaltsabgabe, nämlich die Social Media Abgabe. Mhm. Haben Sie da was beobachten können diesbezüglich? Oder? Beobachtet nicht. Im Grunde genommen ist das ein alter Hut. Also man könnte es grundsätzlich Medienabgabe nennen. Dann müsste sich auch meiner Meinung nach die Social Media Plattform Welt erst einmal dazu bekennen, Medium zu sein. Das heißt, es würde unter die Mediengesetzgebung fallen. Schau dir mal an. Ja, es geht einfach darum, es wird diskutiert auf einem User. Dafür, Namibia ist jetzt, glaube ich, das erste Land der Welt und nicht unbedingt jetzt eine ausgeprägte Demokratie unser Land, die diesbezüglich jetzt mal die ersten Schritte machen. Und ein Schritt, der bei uns als erster Vorgang in die Richtung gesehen wird, ist die Sache mit der Klarnamen. Nein, habe ich mir nicht angeschaut und habe ich heute bewusst außer Acht gelassen, weil wenn wir jetzt über Urheberrechtsabgabe diskutieren, dann haben wir wahrscheinlich 1,5 Stunden komplett verbraucht alleine mit. Da sind die Grabenkämpfe, glaube ich, seit Jahren im Gange und die Fronten extrem festgefahren. Ja, hat das ja nichts mit Urheberrechtsabgabe zu tun. Grundsätzlich ja, also nur zur Grunderklärung. Es gibt immer wieder die Idee, statt Presseförderung, Rundfunkgebühr und was weiß ich noch, also eben die Haushaltsabgabe einfach für alles im Medienbereich zu machen. Dem hat indirekt sogar der Axel Springer Konzern einmal zugestimmt, die ja sonst immer sagen, Moment mal, keine Presseförderung von Einzeltiteln, weil eben verschiedene Mediengeschäftsmodelle nicht mehr funktionieren. Social Media Abgabe ist dann nur noch einmal einen Schritt weiter, dass es dann auch die kriegen sollen, die sonst in jeder Diskussion sagen, na, wir sind ja keine Medien. Und wo dann die AKN das Geld freiverdienen? Ich sehe es eher von etwas anderem. Man kann dann, glaube ich, von Medienförderung profitieren, wenn man die Verantwortung übernimmt, die Medien übernehmen müssen, per Gesetz. Wäre jetzt meine Argumentation. Jetzt komme ich nach Amerika, wenn Sie keine Fragen mehr haben. Auftragsgemäß hat Inge Facher gesagt, ich soll dort beginnen. Dann erinnere ich ein wenig zurück. Wir hatten im vergangenen November Midterm Elections, also Zwischenwahlen in den USA. Das hat uns daran erinnert, weil Trump zwar einiges verloren hat an Macht, aber letztlich spätestens
seit dem Ergebnis der Mahler-Entwicklungen wohl wieder mal fester denn je im Sattel sitzt. Wie ist er denn überhaupt ins Ruder gekommen? Ich habe das damals auch kurz erläutert. In der Wahlnacht wurde nicht von CNN, wurde nicht von New York Times, wurde nicht von Washington Post am meisten geteilt auf Social Media, sondern von einer Plattform, die man hierzulande kaum kannte, Breitbart News. Da kann man sagen, okay, das ist unheimlich weit weg, wir haben schon oft genug geredet über unzensuriert.at, wir reden auch darüber, dass es neue Parteimedien gibt, wie zum Beispiel das Kontrastblock der SPÖ, und dass es alles wichtig geworden ist. Ich war vor wenigen Tagen in Nordirland, da ist mir wieder mal bewusst geworden, wie nah uns das Ganze ist. Was Sie da haben, ist einfach, habe ich im Supermarkt so nebenbei fotografiert, wie denn die klassische britische Presse auf die Brexit-Diskussionen so reagiert. Einfach nur so ein bisschen zum Einstimmen. Das sind durchwegs nordirische Parlamentarier, die haben, wie wir es derzeit mitbekommen, unheimlich viel Stil. Die reden in einer Höflichkeit miteinander, das kann man sich hierzulande nicht vorstellen. Also wie politische Gegner wirklich zuvorkommend miteinander umgehen können. Das Problem ist, sobald man dann weg ist, schlagen die sich fast die Köpfe ein. In Nordirland selbst ist es ein bisschen mehr, also genau das umgekehrte System wie bei uns. Bei uns ist es so, man befetzt sich heftig in Nationalräten, Landtagen, Bundesräten und geht dann auch auf ein Bier oder Fußball spielen. Also man kann sich dann aussuchen, welches System einem lieber ist. Allzu aufrichtig sind beide nicht. Ich habe dann gesucht, weil ich einfach wirklich verblüfft war, wie viel extremes Unwissen letztlich über die Europäische Union und selbst über den Brexit nach wie vor, insbesondere in Nordirland, herrscht. Und um dann die Kurve nach Österreich zu kriegen, stelle ich dann immer ganz gern die Frage oder fordere dazu auf, stellen Sie sich vor, und ich glaube, so an den Haaren herbeigezogen ist das nicht, nächstes Jahr entschließt sich Italien zu einem Exit oder wie man das nennt. Und jetzt stellen Sie sich vor, was dann mit Südtirol los ist oder los sein könnte. Jetzt weiß ich schon, dass die Bomben in Südtirol ein paar Jahrzehnte länger vergangen sind als jene in Nordirland, aber ich möchte mir das ehrlich gesagt nicht allzu gern vorstellen. In Nordirland ist es unheimlich bedrückend, wie nahe der, ich nenne es Bürgerkrieg, noch ist, obwohl er offiziell seit 1998 beendet ist. Es ist wirklich extrem bedrückend. Sie können dort mit ehemaligen IRA-Kämpfern durch Belfast marschieren, an einer Seite der Mauer entlang, dauert 1,5 Stunden und kommen dann mit einem britischen Soldaten zurück. Und Sie glauben nicht, dass das die gleichen Welten sein können. Ich weiß nicht, ob es Ihnen klar ist, mir war es davor nicht klar. Um 19 Uhr werden dort nach wie vor die Stadtteile dicht gemacht. Verschließen Stahltore den protestantischen und den katholischen Stadtteilen nach wie vor voneinander ab. Ich glaube, das ist uns alles nicht bewusst. Und was hat das jetzt mit Medien zu tun? Sehr vieles von dem, was sich derzeit entwickelt in der Richtung, passiert aufgrund einer totalen Desinformationskampagne. Und ich hoffe, wir kriegen das jetzt mit Ton hin. Wir hatten nämlich ziemlich große technische Schwierigkeiten, damit Sie mal hören, warum oder beziehungsweise von wo das ausgeht. Haben Sie etwas Geduld mit mir? Ich hoffe, wir kriegen einen Ton. Na? Das schaut nicht so aus. Tut mir leid, wir haben also zwei Laptops schon. Ich kann es Ihnen ganz einfach sagen. Nigel Farage sagt dort auf einem Podium, ich glaube, es ist in Kalifornien, organisiert offenbar von Breitbart, gegenüber einem riesigen Publikum: Ohne Breitbart wäre die Entscheidung für den Brexit nicht möglich gewesen. Er sagt das ganz klar: Es wäre nicht möglich gewesen. Ohne Breitbart hätten wir die Plattformen nicht bekommen, um das hinzubekommen. Sagt er ganz, ganz offen. Und ich behaupte, das haben wir hier in unserer Wahrnehmung komplett ausgeblendet.
wie sehr eine solche Plattform, die bei uns kaum jemand besucht, letztlich mit ausschlaggebend war dafür, dass das Meinungsklima in Großbritannien sich so verschärfen konnte. Es hat sich ja nicht gewendet. In Großbritannien wurde mehr als bei uns immer alles Böse auf Europa geschoben und alles Gute kam nur von zu Hause. Die Wandlung des Meinungsklimas war zum gewissen Teil Zünglein an der Waage, eben wirklich Breitbart News zu verdanken. Diese Breitbart News haben vor kurzem noch überlegt, und zwar vor der letzten Bundestagswahl, eine deutsche Plattform aufzumachen, eine deutschsprachige Plattform. Sie haben es dann offenbar aus Geldgründen dann doch verworfen. Ich glaube, das müssen wir uns ins Bewusstsein rufen, wenn wir hiesige Medienentwicklungen anschauen. Wir müssen nicht unbedingt in die Türkei blicken oder nach Ungarn blicken. Ich glaube, wir müssen uns einfach vor Augen halten, dass vieles, was wir vor noch gar nicht langer Zeit, ich würde sagen vor 5 bis 10 Jahren, noch für vollkommen unverrückbar gehalten haben, für selbstverständlich, was Medienfreiheit, Pressefreiheit betrifft, nicht mehr überall in Europa selbstverständlich ist. Und es wirkt nicht nach großer Absicht, es passiert dann halt so einfach. Sie möchten nicht glauben, wie sehr in Großbritannien oder gerade in Nordirland selbst auf Tagungen Unwissenheit, und zwar wirklich brachiale Unwissenheit über wirkliche Vorgänge in der Europäischen Union herrscht. Und es ist letztlich eine Folge von einer qualitativ da niederliegenden Medienlandschaft, die auch durch die BBC nicht mehr ausgeglichen werden kann, die sicher als eine der besten öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten überhaupt gilt, in Kombination mit neuen Social Media, ich finde den Ausdruck immer, vollkommen unangebracht, mit neuen Kommunikationsmöglichkeiten. Sie schauen alle sehr betroffen, das wollte ich. Keine Fragen. Deshalb werden wir, so wie Ingeborg Facher das sagt, auch mit Social Media beginnen. Wir beginnen mit der Politik. Schauen wir uns mal an, wie sehr unsere Politik dann letztlich diese Dinge einfach nutzt. Ich sage das jetzt noch absichtslos. Wir sehen spätestens seit dem Jahr 2016 bei der Bundespräsidentschaftswahl eine heftige Aufholjagd von Sebastian Kurz auf Facebook gegenüber HC Strache. Stand gestern hatte Kurz 792.000, also nicht ganz 793.000, gefällt mir, und Strache nicht ganz 800.000, also es ist nach wie vor ein Kopf an Kopf rein. Ich sage, ja, was soll das, Horse Race Journalisten, wie viele Leute das sind. Nun ja, Frau Renny Wagner legt da schon viel Energie hinein aufzuholen, muss man sagen. Sie ist von sehr niedrigem Niveau gestartet. Wenn wir die Parteigrößen vergleichen, ist die Beate Meindl-Reisinger natürlich deutlich erfolgreicher. Die ungefähr zum gleichen Zeitpunkt oder zum ähnlichen Zeitpunkt jemand abgelöst hat, die auch schon über 40.000 hat. Peter Pilz hat gewisse Einbußen hinnehmen müssen in der letzten Zeit. Gehen wir in die Steiermark. Ist das ein Thema? Weit sind die Wahlen ja nicht mehr. Für Hermann Schützenhöfer nicht unbedingt, obwohl ich gehört habe, dass wenn man vergleicht seine Seite mit anderen Seiten, die Interaktivität überraschend hoch ist. Das hat offenbar auch etwas mit einer qualitativen Veränderung auf der Seite zu tun. Wenn man sich anschaut, was da vor einem Jahr oder ein, zwei Jahren noch gepostet wurde, die Art, wie das gemacht wurde, das war nicht unbedingt die ganz große Publikumsbindung, würde ich behaupten. Ist zwar frech. Und jetzt hat er überraschend viel Interaktivität, weil die reinen Zahlen, wie viel jetzt letztlich Fans oder gefällt mir drauf sind, führen ja in die Irre. Dennoch sollte man das nicht unbeachtet lassen, dass Schickhofer nahezu doppelt so viel hat. Sollte es vor allem nicht unbeachtet lassen, wenn man an die Altersgruppen denkt, die auch bei Facebook, das schön langsam überaltert, natürlich noch deutlich jünger sind als bei anderen Medien. Beispiel ORF. ORF, die größte Facebook-Seite, die vom ORF betrieben wird, ist die Zeit im Bild-Seite. Und die sagen, naja, bei Zeit im Bild haben wir ein Durchschnittspublikum von 60 plus, das ist wirklich Durchschnittsalter. Wenn das Ganze auf Facebook geht, dann wird es 30 Jahre jünger, der Schnitt. Und das ist natürlich vor allem Zielgruppenansprache. Die Tippseite hat 60 plus. Nein, nicht die Tippseite, die Zeit im Bild selbst hat 60 plus.
Und wenn man die Fan, also wenn man die Fanpage auf Facebook nimmt, das ist ungefähr 30 plus. Deswegen ja auch so Einsätze von ZIP 100 Hochformatbildern, die natürlich vor allem am Smartphone gesehen werden können, auch wenn es auf dem Laptop dann komisch ausschaut. Aber sie sind natürlich die deutlichsten Bestrebungen in der Richtung, macht Kunasek, auch jetzt, wo er Minister ist, sicher nicht ohne steirische Absichten, durchaus typischer Vertreter der FPÖ. Die FPÖ, die im gesamten Social-Media-Bereich nicht nur Vorreiter war, sondern immer noch von allen Parteien insgesamt führend ist. Ganz klar. Relativ stagnierend die Grünen. Ich glaube, Steiermark ungefähr gleich auf, obwohl es keine ganz großen Bemühungen unternehmen kann. Bei Siegfried Nagel stagnierend die persönliche Seite beim Büro wächst. Er betreibt zwei Seiten. Spannend diese Doppelstrategie. Und einer der wenigen im kommunalen Bereich, die sich so dahinter klemmen. Hat etwas damit zu tun, dass die Stadt Graz insgesamt sehr forciert. Aber zum Vergleich, auch die klassischen Medien natürlich, die durchaus in einem heftigen Wettbewerb mit allen Social Media Auftritten sind, versuchen weiterzukommen. Kronenzeitung nicht nur national, sondern mit einer eigenen Steiermark-Seite um die 16.000. Kleine Zeitung, etwas andere Strategie, ihr angemessen, neben dem Gesamtauftritt für alle ihre Bezirksausgaben, in dem Fall Graz und Umgebung schon mit 18.000. Und der ORF, da werde ich nicht ganz schlau draus, hätte 140.000, sollte eigentlich am Montag gestorben sein. Ja, wirklich. Das ist nicht böse. Das oben ist ein Screenshot von orf.at, Übertitel Ciao. Mit 1. April wird die ORF.at-Seite auf Wunsch der ORF-Geschäftsführung und so weiter eingestellt. Nur ich habe gestern geschaut, am Nachmittag um 16 Uhr ist das reingestellt worden zum Beispiel. Ich nehme an, wenn Sie weiter reinschauen, es wird weiter beschickt offenbar. Also es ist nicht ganz klar, wo es jetzt lang geht, ob das dann bloß gemindert gemacht wird. Oder nicht. Bitte? Die Barbie gekauft. Das wird ein Bridges, ne? Ja. Zweiter Bridges. Naja, es gibt vom ORF schon länger die Bestrebungen. Also Thomas Branden hat er als ein Favorit für einen dieser Vorstandsposten im ORF gehandelt wird. Der Online-Chef des ORF hat es schon letztes Jahr verkündet. Hat gesagt, wir werden uns aus Facebook zurückziehen. Ich glaube das nicht so. Ich sehe da eher einen Gesamtzusammenhang in dem, was jetzt die Schweizer Vorarlberger Berater herausgefunden haben, dass die Institution ja nicht das ist, was das Publikum will, derzeit noch, sondern dass die Sendungen, die Programme wesentlich mehr Identifikationsmöglichkeit schaffen. Und das merkt man auch. Die Nachrichten, also die Zeit im Bildseite, ist deutlich größer als die Seite des Unternehmens. Kann ja durchaus Strategie sein. Das ist bei der Stür ja auch so, dass sie bewusst hinter ihre Marken, wie zum Beispiel die Kleine Zeitung oder die Presse oder Antenne zurücktritt, weil sie sagt, Moment mal, die Marken sind die anderen. Wir halten das bloß zusammen. Wäre eine Möglichkeit. Aber wie gesagt, es stimmt jedenfalls nicht überein, Ankündigung und Handeln. Schauen wir mal. Was ich gesehen habe in der letzten, also sowohl auf der Webseite als auch auf der ZIP, da hat es 5 Beiträge in den letzten 2 Stunden gegeben. Eben. Also dürfen Sie jetzt nicht allen verraten, weil sonst weiß ich nicht, was ich für einen Samstag schreiben soll. Ich habe Ihnen dann auch den Twitter-Vergleich diesmal gemacht, weil ich spannend finde, wie sehr gewisse Dinge stagnieren. Wir haben bei der Politik gesehen, das ist relativ langsam jetzt das Wachstum gewesen, also vergleichsweise zumindest, sowohl bei Strache als auch bei Kurz. Wenn man das Renny Wagner aufholen muss, das Meindl Reisinger aufholen muss, ist klar, aber nicht einmal 100.000 in einem Jahr, 50.000, 60.000 ist für beiden relativ wenig. Wenn wir uns daran erinnern, 2016 während der Bundespräsidentschaftswahl hat Kurz innerhalb von 8 Monaten von ursprünglich 100.000 Fans auf über 300.000 erhöht.
2017 ist es ähnlich zugegangen, das heißt 2018 stagniert das Ganze auf Facebook. Könnte man jetzt natürlich interpretieren, das hat was damit zu tun, dass bei Facebook ein Zenit erreicht ist. Wir reden auch jetzt schon seit Jahren, dass Facebook ungefähr 3,9 bis 4 Millionen Accounts in Österreich habe. Die Zahl ist ewig gleich, es wird keine höhere bekannt gegeben. Wir haben internationale Zahlen, globale Zahlen, dass insbesondere in den USA, in Kanada, aber auch in Europa Facebook-Zahlen teilweise sogar schon zurückgehen, beziehungsweise stagnieren. Es ist also relativ wenig. Indizien, ja, aber es könnte auch eine gewisse Übersättigung sein. Bei Twitter haben wir seit Jahren stagnierende Gesamt-Userschaft, nennen wir es mal so, weltweit. Wir liegen immer noch bei 320, 330 Millionen weltweit. Das ist seit Jahren schon so. Da hilft offenbar auch nicht der selbstlose Einsatz des mächtigsten Mannes der Welt, dass Twitter mehr wird durch seine Tweets. Also Trump bringt ihn nicht wirklich vorwärts. Und wir sehen das auch in Österreich. Ich habe links immer die Zahlen von 2017. Da habe ich sie gemessen am 25.04., als ich hier war. Diesmal am 3.04. Armin Wolf von 408.000, ja nicht ganz, da hat sie mal ein paar hundert gesteigert. Klenk um 7.000. Tonherr, gerade mal 1.000. Karim Al-Ghahari, gerade mal 1.000, ja sogar 1.000 weniger. Das heißt, wir merken in der Twitteria, auch in der österreichischen, ziemliche Stagnation. Hier noch nicht. Kurz hat deutlich gesteigert, um über 30.000. Und hier haben auch gesteigert die FPÖ-Vertreter. Die deutlichsten Sprünge gemacht haben in dieser Aufstellung, die APA immer herausgibt, sind Strache und Hofer. Wo ist er? Und Norbert Hofer. Das sind die deutlichsten Sprünge nach oben gemacht haben. Aber mühsam gegenüber den früheren Jahren. Mir sagen deutsche Politiker, dass es mittlerweile extrem schwer sei, dort als Neueinsteiger nur annähernd diese Follower-Dimensionen zu bekommen, die Führenden in dem Bereich längst haben, also in diesen sechsstelligen Bereich zu kommen. Es sei extrem mühsam. Aber was Sie ja auch sehen, ist natürlich unverändert absolute Dominanz von ORF-Vertretern und vergleichsweise mit größeren Follower-Gefolgschaften, nennen wir es mal so, als die Politiker. Wolf, Tonherr, El-Ghahari, Settele, Lorenz, Raffreider, Tür, also unter den ersten 11, mehr als die Hälfte von ORF. In dem Zusammenhang sind auch die Social Media Guidelines zu sehen, die jetzt vor wenigen Wochen im ORF herausgegeben wurden. Wenn Sie die lesen, es sind 3 Seiten, und dann sind sogar 4 Seiten, aber im Grunde genommen sind nur 3 Sätze letztlich wirklich Guidelines, der Rest ist man zitiert aus Gesetzen und so weiter. Im Grunde genommen hat man einfach dem politischen Druck nachgegeben, diese Guidelines zu machen. Die heißen jetzt Richtlinien, Entschuldigung. Es gibt nämlich seit 2012 Guidelines und die hat sich der Redakteursrat auf 12 Seiten gegeben, wesentlich genauer, wesentlich detaillierter, war eigentlich nicht notwendig. Haben Sie noch Fragen? Weil sonst würde ich den Social Media Bereich ganz gern verlassen. Ja. Eine Frage hätte ich, dass Sie haben das Interagieren zwischen den Politikern angesprochen. Ich glaube auch, auf wen Sie da ansprechen. Es ist eines interessant. Ich habe eine Grafik gesehen vor einem Monat bezüglich der Erwähnungen der wichtigsten Politiker in Österreich. Da ist Sebastian Kurz einer und der zweite, würde man jetzt behaupten, hat sie Sprache. Das ist aber nicht der Fall, sondern Herbert Kickl. Inwiefern ist dieses Interagieren wichtig für die Parteien und warum ist eigentlich Herbert Kickl für die FPÖ der wichtigste Mann? Das behaupten Sie jetzt in der Fragestellung schon, so lange so schnell. Suggestiv-Fragen sind was. Sehr suggestiv. Ich würde Sie nicht mal losgelöst von der Person beantworten. Vorzukommen ist einfach wichtig, ob negativ oder positiv, es ist einfach wichtig. Ich glaube, eines der wichtigsten Prinzipien der politischen Kommunikation ist Agenda-Setting. Wenn du nicht auf der Tagesordnung bist, existierst du nicht.
Es geht um Bekanntheitsgrad. Es geht darum, an wen man sich wie erinnern kann. Und es geht darum, dass ich mich in meine Zielgruppen bekannt mache. Ich würde mal sagen, auch wenn der Großteil der österreichischen Medienlandschaft, wenn man jetzt noch gar nicht von Social Media, mit Herrn Kickl nicht besonders freundlich umgeht, bedient er doch mit allem, was er macht, haargenau die Stammwählerschaft, die er braucht. Das heißt, im Grunde genommen dient ihm jede Berichterstattung, es dient ihm auch die negative Berichterstattung, denn seine Stammwählerschaft weiß ja ohnehin, dass die Medien das alles falsch machen. Wir haben im Grunde genommen führt es zu einer stärkeren Polarisierung. Wir haben ja in den USA mittlerweile eine Polarisierung, dass das Medienvertrauen bei den Demokraten seit 30 Jahren nicht mehr so hoch war. 76% der Demokraten bzw. die Sympathisanten mit den Demokraten vertrauen den klassischen Medien. 21% bei den Republikanern. Jetzt gehe ich nicht davon aus, dass die Republikaner alles Analphabeten sind, aber die sind nicht mehr in den klassischen Medien. Und genau das bedient das natürlich auch. Einerseits bedienen die klassischen Medien seine Präsenz, andererseits geht sein Publikum immer noch mehr weg von klassischen Medien, und zwar in die eigene Medienwelt. Ob das jetzt FPÖ TV ist, ob das unzensuriert.at ist, ob das Info Direkt ist. Und diese Plattformen haben mittlerweile auf Social Media mit ihren Meldungen teilweise höhere Teilungsraten als Medien wie der Standard oder die Presse. Da kommt der Kickl gar nicht vor, weil er den Kanal nicht nutzt. Er nutzt ihn nicht, nein. Nein. Es gibt relativ viele Leute, die das nicht nutzen. Twitter wird in der Masse bei weitem überschätzt. Das Einzige, was an Twitter interessant ist, ist, wie viele Multiplikatoren sich dort austauschen. Es ist als Nachrichtendienst interessant, wenn ich heute Nachmittag Twitter verfolge, dann weiß ich, was mir heute Abend im ORF oder in anderen Sendern berichtet wird und weiß, was morgen in den Zeitungen steht, weil die alle plaudern und sich unterhalten. Twitter ist halt eine Blase für die Medienwirtschaft. Ja. Ich würde nur eins auf der Folie noch anmerken, Nummer 15 würde ich ein Beate meinen Reis. Oh, danke. Verzeihung. Ich hab mich vertippt. Dankeschön. Dankeschön. Das Dumme ist, normalerweise entdecke ich das immer erst ein Jahr später, denn ich habe die Namen vom letzten Jahr übernommen und habe dann entdeckt, da stand Blaumenau. Aber letztes Jahr hat es niemand bemerkt. Dankeschön. Dann weg von Social Media, weg vom Kaninchen, sieht die Schlange Blick. Naja, schauen wir uns mal an, wie geht es denn den heimischen Medien mit ihren ganz normalen Online-Auftritten. Wenn wir von 3,9 oder 4 Millionen Accounts bei Facebook reden, dann reden wir pro Monat. Facebook gibt all diese Dinge immer pro Monat an. Ich habe es jetzt mal versucht, direkt nebeneinander zu schreiben, dass Respekt zwar durchaus geboten ist, aber Ängstlichkeit wohl in keiner Weise. Der ORF hat 3,7 Millionen Unique User, also verschiedene Nutzer pro Monat. Das Willhaben-Dachangebot, das habe ich deswegen ja geschrieben, weil es zur Hälfte in der Steiermark in Graz beheimatet ist, ein Joint Venture, das Styria mit dem norwegischen Schibsted-Konzern. 3,6 Millionen, kann man so sagen, das ist jetzt kein Medienangebot, das ist aber sehr vieles auf Facebook natürlich auch nicht. Der Standard 2,5, die Krone 2,5, das OE24-Netzwerk 2,4 Millionen, heute 2,3 Millionen, die kleine Zeitung allein, ohne andere Steuertitel 1,5 Millionen, die Presse 1,5 Millionen. Das heißt, das sind Durchwegszahlen, aufgrund derer man sehr selbstbewusst, was es die Publikumsgröße betrifft, gegenüber Social Media auftreten kann. Die Zahlen stammen aus der österreichischen Webanalyse, die gilt letztlich immer noch als die verlässlichste aller Marktforschung, und zwar, weil es eine Multimethodenforschung ist. Es werden einerseits die Logfiles ausgewertet, andererseits wird der klassische Marktforschung mit Telefonumfrage dahinter gelegt, und dazu kommt noch eine Online-Befragung. Also das sind die Daten, die am härtesten abgesichert sind. Aber was heißt das? Und das finde ich spannend, vor allem, wenn wir sonst beim Radio, beim Fernsehen und bei den Zeitungen eben nicht von monatlicher Nutzerschaft reden. Da gehen wir höchstens den weitesten Leserkreis an, der meistens viel größer ist als das, was die Tagesreichweite betrifft. Naja, auf die Woche runtergebrochen sind das plötzlich nur noch 2,3 Millionen beim ORF und die Tagesreichweite gerade mal 1 Million online. Das ist selbst für den ORF nicht großartig, denn er zeigt im Bild hat, wenn es nicht gerade die hitzigsten Sommermonate sind, jeden Tag mehr.
Eine Zeit im Bild um 19.30 Uhr ist zwar nicht das gleiche Publikum, weil eben 60 plus bringt es, jetzt wechselt es gerade, jetzt sinkt es manchmal schon unter die Million, je schöner es draußen ist, hat mehr als 1 Million Publikum. Die Zeit im Bild 2 allein um die 600.000. Tag für Tag. Ähnliches gilt für die kleine Zeitung. Naja, 194.000 Tagesreichweite online klingt schon ganz gut, das andere klingt besser. Nur sie hat auch mit der neuesten Media-Analyse noch weit über 700.000 Leser auf Papier täglich. Das heißt, die Herkunftsmedien, ganz wurscht, ob das jetzt Print ist, ob das Radio ist oder Fernsehen ist, sind immer noch stärker als ihre digitalen Enkel. Das sollten wir nie vergessen. Auch wenn jeder immer sagt, Digitalisierung, Digitalisierung, wir müssen und ja. Nein, nicht unbedingt. Nicht unbedingt, vor allem im Papier, im Fernsehen, im Radio funktionieren die Geschäftsmodelle ja noch eher. Online hat man sie ja, ich behaupte mal, noch immer nicht wirklich gefunden. Zumindest nicht, wenn es um journalistische Modelle geht. Wie ich Journalismus finanzieren kann. Entschuldigung. Gerne. Wie wird das genau erhoben? So wie gesagt, das sind aber keine Personen, oder? Die da jetzt Unique User. Wenn ich von zwei Geräten zugreife, bin ich wahrscheinlich doppelt in dieser... Nein, das ist schon weg. Das ist schon weg. Also das heißt, diese Fehlerquelle haben Sie bei der Ermittlung von Visits bzw. Page Impressions. Da haben Sie diese Fehlerquelle. Das heißt, wenn Sie zum Beispiel zu Hause auf einen Computer zugreifen, genau, und dann machen Sie es hier, dann haben Sie zwei IP-Adressen und sind auch noch eine Person. Das ist schon bereinigt, deswegen Multimethodenforschung. Einerseits die Logfiles, die von allen Unternehmen, die an der Webanalyse teilnehmen, geliefert werden und stichprobenartig kontrolliert. Dazu eine Marktforschung, Telefonbefragung. Müsst ihr selber. Wird ja kombiniert da irgendwie. Das und dazu noch eine Online-Befragung. Also die drei Sachen werden kombiniert, deswegen gilt die Webanalyse als härteste Methode, weil sogenannter Multimethodenansatz da ist. Das andere steht im Haargenau, dass wenn Sie die klassische ÖWA lesen. Ich wüsste aber nicht, ob es eine Person genau, ist. Wenn Sie die klassische ÖWA lesen, da haben Sie das bei den Visits und Page Impressions, haben Sie es ganz klar noch drin. Und die ÖWA Plus vereint das eben mit zwei weiteren Methoden, eben Online-Befragung und Telefonbefragung. Eine kurze Fehlerquelle, 1000 stimmt nicht. Oh Gott. Milliarden. Eins, zwei, gut. Noch eine Frage. Ich gebe dann ein Bier aus. Wie entwickelt sich die... Ich bitte um Verzeihung, die Daten sind letzte Woche teilweise rausgekommen, und zwar ein bisschen viel auf einmal. Ja, nur um... Ich habe schon gesehen, ja. Wie entwickelt sich eigentlich die Bereitschaft der Konsumenten für Informationen zu bezahlen? Wollen Sie meine Meinung hören oder das, was offiziell die Medien drüber sagen? Beides. Welche Zahlen? Also die Medien sagen offiziell drüber, sie sind extrem erfolgreich, manche zum Beispiel. Also ich will jetzt nicht meiner hochgeschätzten zum Beispiel auch keine Zeitung zu nahe treten, wo ich ja durchaus auch als Kolumnist arbeite. Die sagen, sie sind die erfolgreichste, sie haben ein Digital-Abo. Zeitung in Österreich, das stimmt schon, aber es ist natürlich alles relativ zu sehen. Ich habe das mal gecheckt, es gilt jetzt Erfolgsmodell, absolutes Erfolgsmodell, die New York Times. Dann haben wir mal geschaut, okay, wie schaut es aus mit den Umsätzen der New York Times, wie schaut es aus mit den Gewinnen der New York Times. Ja, und dann haben wir etwas gemacht, was offenbar in der Wirtschaftsberichterstattung nicht vorkommt. Wir haben mal angeschaut, okay, wie viel kostet das Papierabo der New York Times und wie viel kostet das Digitalabo der New York Times. Und zwar mal angenommen, ich wäre ein Bürger der Stadt Washington D.C. Bin draufgekommen, Verhältnis ungefähr, die rechnen es pro Woche ab. Wenn ich die New York Times dort im Abo beziehen will, dann kostet mich das in der Woche ungefähr $10. In etwa vergleichbar unseren Preisen. Für den Standard zahle ich derzeit 47 Euro im Monat. Also $10 ist sogar ein bisschen günstiger. Wenn ich das jetzt online mache, dann zahle ich $1. Aber es ist ein Riesenerfolg. Der Zuwachs in den Umsätzen und beim Gewinn und so weiter ist ausschließlich aus dem digitalen Bereich gekommen. Aber im Grunde genommen habe ich das natürlich mit einer totalen Entwertung zu tun. Weil wie soll ich auf Dauer, wenn sich das so verschiebt, letztlich mit dem Zehntel des Geldes die Redaktion bezahlen, die eben für diesen untadeligen Ruf oder guten Ruf der New York Times sorgt? Das sind ja riesige Redaktionsstäbe, die kann ich ja mit einem Zehntel des Geldes nicht mehr bezahlen, oder? Das ist, glaube ich, ich weiß nicht, Herr Reinhardt, das ist nicht mehr ausgedrückt. Ja, aber drei
Also es kann sich nicht ausgehen. Ich behaupte, es gibt kein wirklich taugliches Geschäftsmodell für Journalismus im Digitalen noch. Und die Bezahlbereitschaft ist äußerst gering, auch auf diesen Plattformen. Die Verlagsgruppe News und im Haus Pirker setzt zum Beispiel sehr auf Readly. Readly ist eine Plattform, wo sie mittlerweile tausende Magazine weltweit haben. Die können sie zu einer Flatrate abrufen, wie bei Netflix. Sie zahlen 9,99 Euro und können die dann alle lesen und das wird dann untereinander verrechnet. Sie können sich ja auch rechnen, wie wenig da pro Dings bleibt. Das ist nicht einmal Pfeifen im Wind, was da gemacht wird. Das ist pures Wunschdenken bisher. Und ich bitte jeden, der sagt, also ich würde da jetzt nur lästern und hätte keine, er möge mir es mir vorrechnen. Ich habe noch keine überzeugende Rechnung gefunden. Aber erwarten Sie da in 20 Jahren, dass die Leute weiter gleich viel Papier lesen? Nein, im Grunde genommen, schauen Sie, was müsste passieren? Im Grunde genommen müsste passieren, dass Sie praktisch keine österreichische Informationen mehr kriegen oder Informationen aus Österreich, die gratis sind. Jetzt denken wir mal weiter, es würden sich alle Medien, die ich dann noch zeige, wirklich dazu committen, wie das heute so schön heißt. Was würde dann passieren? Super, dann lesen plötzlich alle Kontrastblock, dann lesen alle unzensuriert.at, jeder nimmt sich genau das, was er will und es ist genau das erreicht, was ich würde jetzt sagen mal Parteien nicht zugeben, aber letztlich wollen. Ich kann noch immer den Twitter lesen oder ich... Ja, aber was ist dann da... Was ist dann drauf auf dem Twitter? Wenn die Zeitung, die Fernsehsender, die Radiosender und all das und so weiter nur noch gegen Bezahlung funktionieren, dann habe ich letztlich dann einfach Meldungen, die einfach von im weitesten Sinne PR sind, ob jetzt politische PR oder Firmen-PR. Der Trend, den es überhaupt gibt, nicht in der Medienbranche, sondern in der Wirtschaft ist, jedes Unternehmen... Glauben Sie, dass es die Papierzeitungen in 20, 30, 40 Jahren in gleicher Auflage geben wird, also proportional zur... In gleicher Auflage nicht, nein. In gleicher Auflage nicht. Also wie weit könnte es da hinuntergehen, ein Viertel oder so? Oder das ist eine Frage der Mode. Das ist eine Frage der Mode. Vinyl ist plötzlich wieder ganz schick, dann hat seine Nische gefunden. Es kann sein, dass eine gewisse Elite, dazu zähle ich sie alle, einfach... dass es da zum guten Ton gehört, Papier zu lesen, weiterhin mit dem Standard oder der Kleinen unterm Arm rumzulaufen. Kann sein. Aber es kann sein, dass es aus der Mode kommt wie die Krawatte. Dass das halt nicht mehr unbedingt zum guten Ton gehört. Ich glaube, da Prognosen zu treffen, das wäre vollkommen unseriös. Ich glaube nicht, dass sie tot ist, aber wie hoch dieser Prozentsatz sein wird... Ich würde schon gerne widerlegen, also zumindest nicht 1:1 würde ich nicht sagen, dass das der Niedergang ist, der Online-Vertrieb, weil die Kosten einfach ganz anders sind. Der Deckungsbeitrag ist nicht um das sprechbar, das muss man schon einmal ganz klar sagen, weil ihr habt Druckkosten auch nicht für, sondern Vertriebskosten sind gerade jetzt im ländlichen Bereich, wenn man die Steiermark anschaut, also das Postgebiet 2 oder ähnliches ist, ist in Wirklichkeit jedes Abo, ich kenne die Zahlen nicht, aber rein gerechnerisch musst du jedes Abo ein Verlustgeschäft sein von der ganzen Zeit. Es ist billiger, jedem ein iPad in die Hand zu geben, der der Abonnent ist, dass er so liest. Und der zweite Denkfehler aus meiner Sicht dabei ist jener, der auch bei diesen ganzen Piraterie-Plattformen ist, wie Kino oder TO oder irgend so was derartiges, es würden ja nicht alle die Zeitung kaufen. Also nur weil das Abo, jetzt habe ich das Digital-Abo um 3 Euro und nicht alle würden das Print-Abo um 3 Dollar, nicht alle würden das Print-Abo um 50 Dollar dann nehmen davon. Also wenn das 1:1 wäre, ja, aber das wird es ja nicht sein. Das heißt, der Online-Anteil steigt ja auf die Art und Weise. Du hast gesagt, okay, das nimmt man dann. Sie kriegen aber nicht genügend Deckungsbeiträge dafür zustande, damit sie dann wirklich eine Redaktion haben, die die Qualität liefert, damit das Ganze auch. Ja, aber die Deckungsbeiträge kommen ja nicht aus dem Abo-Bereich. Also, das ist ja der Großteil der Deckungsbeiträge, kommt ja aus dem Verkauf, also aus dem Inseratenumsatz und der ist im E-Paper zumindest gleich. Da, auf im Print, Fall, auf Print. Betrag, den ich aus den Abos rauskriege, ja, stimmt. Das war die Welt von gestern. Das war vor 20 Jahren. Das ist die Welt von gestern. Ja, das haben wir in Österreich mit dem Boden haben. Nein, das ist die Welt von gestern. Ich kann Ihnen das Jahrbuch zeigen des Bundesdeutscher Zeitungsverleger. Es hat sich komplett gedreht. Früher haben sie gesagt, eine Zeitung ist gesund, wenn sie 2 Drittel aus Werbung und 1 Drittel aus dem Verkaufspreis kriegt. Mittlerweile ist es längst umgekehrt. Und dann geht es einem noch gut. Dann geht es einem wirklich noch gut.
Die Werbung macht, und zwar die nur Online-Werbung, die kriege ich ja nur dadurch, dass ich einen Content habe. Wenn ich mir anschaue, wie stark Media One ist, wie heißt das, Interactive, ist das in der kleinen Zeitung? Nein, ist es nicht. Die kleine Zeitung hat die und die Media One, das glaube ich, dann noch erkennen oder so. Die weisen sich nicht mehr gemeinsam als Digital One. Weisen sich bewusst aber nicht mehr gemeinsam. Die Umsätze, und die hätte ich ja sonst nicht. Und die muss ich dann auch irgendwie mitnehmen. Ja, aber die reicht nicht. Das in Summe ist nicht erreicht, aber dass das 1:1 Deckungsbeitrag und der Schmied, das will ich mir nicht raus. Also ich wüsste kein einziges Medium, auf das das zutrifft. Warum wird es nicht gemacht? Kennen Sie eine einzige internetbasierte Zeitung? Nein, also die schon natürlich. Ja, aber die funktioniert, die als Geschäft funktioniert eben. Ja. Wenn es ginge, das wäre natürlich logisch, würde jeder machen und sagen, verzichte ich drauf. Natürlich sagt die Verlagsgruppe, News kostet uns überhaupt nichts, wir müssen nur das PDF von Riegel schicken und kassieren das nebenbei. Ja, das sind Peanuts, die dazukommen. Man ist stolz drauf, dass es jetzt pro Jahr schon ein netter sechsstelliger, nein, das ist schon ein hoher fünfstelliger Betrag sei, vielleicht sogar sechsstellig. Okay, wie viele Jahresgehälter sind das? Im Bahngebiet, glaube ich, aber wie gesagt, also auf irgendeinem Bergbauernhof, auf der Alm in Schladming, ist es sicher billiger, das digital auszuspielen, als zuzustellen. Bestreitet ja niemand, aber Sie kriegen insgesamt sicher nicht genügend Deckungsbeitrag, um Redaktionen, wie wir sie gewohnt sind, um das heute zu machen, zu bezahlen. Man, es mag andere Lösungen geben, wenn man es als Lösungen sieht, Roboterjournalismus und so weiter. Und da sitzen nur noch 3-4 Jahre. Oder ich lasse Leute nur noch Gastkommentare schreiben, die ganz stolz sind, wenn sie dann in dem Medium schreiben, dafür kriegen sie halt nichts dafür. Ja, ja, das sind ja durchaus Methoden, also wie heute gearbeitet wird, ganz klar. Ganz klar. Die Frage ist nur, zu welcher Verzerrung unserer Öffentlichkeit führt das dann? Wenn das nur noch Leute machen können, die entweder ganz bestimmte Absichten haben oder es sich leisten können. Eine Frage dann, wie funktionieren die Bezahlschranke? Also wie kann sie funktionieren? Nur mehr Medien führen sie ein? Ne? Technisch oder? Technisch, also oberösterreichisch ist es noch nicht. Mikrofon, die größte. Wie sie funktioniert, sondern ob es funktioniert. Wenn es nur darum geht, dass ich mich informiere, dann habe ich immer noch ORF-Standards, wo ich sozusagen informiere mich. Ja. Und dann verzichte ich halt auf Zeitung 1, 2, 3, wenn ich dort was zahlen muss. Ist das der Grund, warum es in Summe nicht funktioniert? Ja, klar. Oder funktioniert es nicht, weil es grundsätzlich nicht? Das ist der Grund. Die Amerikaner bringen es immer auf den Punkt, die sagen, wir hätten einen Cent verlangen sollen. Als das Internet eingeführt wurde ja nicht eingeführt, das war Mitte der 90er Jahre, ich war damals ja mittendrin, waren wir alle sowas von euphorisch, dass wir kein Geld für etwas verlangt haben, was viel wert ist. Wir haben die Artikel, die für eine gedruckte Zeitung bestimmt waren, die Beiträge, damals konnte man noch keine Filme, aber man hat Journalismus verschenkt. Und das war parallel, einerseits ist das Internet gekommen, ab 1995 in Österreich, der Standard hat 1995 begonnen und ursprünglich in Stockholm, dann in Oslo, kam die zweite Schiene, sind die Gratis-Tageszeitungen gekommen. Große Botschaft, beides war extrem erfolgreich. Information kostet nichts. Dazu die Öffentlich-Rechtlichen. Der Selbstbetrug, ja, kostet ja nichts, wenn man nicht dran denkt, dass man ohnehin den Rundfunkbeitrag zahlt. Also wir haben es verabsäumt, ich glaube, das muss die gesamte Branche sagen, Journalisten als allererstes, der Öffentlichkeit bewusst zu machen, dass diese geistige Dienstleistung, wie immer man es nennen will, einfach etwas wert ist. Heute kämpfen wir darum, zu sagen, Moment einmal, sind wir wirklich so viel wert wie ein Cappuccino? Aber erwarten Sie da, dass das europäische, das neue europäische Urheberrecht etwas verändert? Ich bin zu wenig bewandert, wie sehr jetzt auch ein europäischer Alleingang noch etwas bewirken kann. Insgesamt ja, aber es geht vor allem in Richtung Bewusstseinsförderung. Bewusstseinsförderung in Europa, dass sich auch unter Einführung, mir fällt jetzt nicht, unter dem Internet komplett verändert hat. Und zwar einfach, was Urheberrecht betrifft, was geistiges Eigentum betrifft. Aber ich muss zugeben, also ich bin da gebiased, oder? Jahrzehntelang Journalist, ich will einfach nicht, dass man meine Sachen klaut. Straffrei klaut, ja?
Ob das jetzt Fotos sind, ob das Texte sind oder sonst was, ja? Die andere Seite behauptet, es sei Zensur. Ist das aus Ihrer Sicht, ist das aus Ihrer Sicht lösbar, weil das Problem, was Sie gerade geschildert haben, bezieht sich ja nicht nur auf die Medien, auf die Printmedien, sondern auf alles, was ich mir ansehen kann. Aber natürlich ist es lösbar. Es zerstört nur die Geschäftsmodelle von Google, Facebook und Co., weil sie nämlich dann wesentlich mehr Manpower brauchen. Wenn jetzt gesagt wird, es lässt sich nur ihren Upload-Filter lösen oder sonst irgendetwas, dann halte ich dagegen, jetzt, ich habe das gar nicht im Kopf, wie viel Milliarden Gewinn die pro Quartal machen, größer als viele Volkswirtschaften Bruttoinlandsprodukt haben. Und wie will man mehr weiß machen, das lässt sich nicht lösen? Natürlich lässt es sich lösen, aber dann ist ein Geschäftsmodell dieser aber winzig erfolgreichen Art, wie es Google, Amazon, Facebook und so weiter sind, nicht mehr denkbar. So gesehen hat die Politik schon recht, es zu versuchen. Was jetzt gemacht wird, ist der pure Lobbyismus. Der Lobbyismus da, der sagt Zensur, 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 wenn man aus dem Internet kommt. Und die andere Seite von den Medien her, Moment mal, deep, halte dich. Beides ist in der extremen Form nicht wahr. Und natürlich besteht die Gefahr und besteht die andere Gefahr. Aber Sie werden nahezu nichts Ausreichendes darüber lesen. Ja, man muss auch mal die Dimension anschauen. Ich habe jetzt mir einen österreichischen Historiker, der unheimlich erfolgreich auf YouTube ist, sich mit Militärhistorie beschäftigt, anstatt der 440.000 Abonnenten auf einem Kanal und auf anderen 50.000. In Summe eine halbe Million. Circa 574 unterstützen ihn via Patreon. Rechnet man das niedrigste Tier, also Unterstützungslevel, auf pro Monat, das wären 3 Euro oder das ist das zweitniedrigste, sind es um die 1600 Euro, die der Mann verdient, also knapp 20.000 im Jahr über Patreon. Die 10 Millionen Aufrufe hat er auf YouTube, das heißt pro 1000 Aufrufe ungefähr 1 Euro. Das heißt, das sind mittelständische Unternehmer im Bereich 30.000 bis 50.000 Euro Umsatz. Nur die können sich alle keine Redaktion leisten. Die stehen zu 100% hinter ihrem Produkt. Und wenn ich aufrechne, dass der 20 bis 30 Stunden an einer Sendung, die 20 Minuten dauert, arbeitet und dann vielleicht 400 bis 500 Euro verdient, wenn es gut geht, dann eine halbe Million zugriffen, dann ist natürlich die Frage, wann ist sozusagen der biologische Rampart bei der eigenen Person erreicht oder nicht. Ja, ja, aber das ist... Ist glaube ich eine ganz andere Frage jetzt, oder? Natürlich, nein, ich sage es nur mal zu visualisieren, wie eigentlich der Status ausschaut beim normalen YouTuber im Vergleich zu Medienunternehmen. Aber jetzt schauen Sie sich doch an, bitte, was bekomme ich zum Beispiel über AKM, wenn ich Musiker bin oder sonst irgendwas? Was bekomme ich, wie heißt das, Automechaner, wie heißt das bei den Schreibenden nochmal? Literamechaner, ich bin immer zu faul, mich dort einzutragen. Ja, da macht es halt permanent Klick und dem entzieht man sich so. Das kann es ja nicht sein. Die 4,50 Euro im Jahr. Kommt darauf an, wie viel es ist. Kommt darauf an, wie viel Auflage die anderen haben. Also ich kenne zahlreiche Journalisten, die sich dadurch 4- bis 5-stellige Summen holen pro Jahr. Ja. Wenn sie entsprechende Auflagen haben und entsprechende breite Steuern, vor allem wenn sie in den Bibliotheken in den Kurs drin sind, gerade über die Bibliotheken kommt viel, kann da schon was zustande kommen, ja. Ich habe es gerade gesehen, also von einem jungen Kollegen, der ich immer überreden will, gut, jung ist relativ, 35 ist er, arbeitet bei der Presse, holt sich da jedes Jahr zwischen 2.000 und 3.000 Euro. Gehen Sie dazu? Ja. Stimmt schon. Na, also, ich glaube, dass es hundertprozentig möglich ist. Man sagt uns doch sonst immer, wir sollen innovativ sein, Startups machen oder sonst irgendwas. Dann sollen wir das doch tun. Man muss sie nur zwingen dazu. Freiwillig werden die auf nicht einen Cent und Dollar Gewinn verzichten. Wenn die Politik sie nicht zwingt. Ich glaube nur, das muss sie rechtzeitig tun. Und bin mir nicht sicher, ob es noch rechtzeitig ist. Ja. Ich weiß nicht, können Sie sich erinnern an das Hearing, das der Herr Zuckerberg im Europäischen Parlament erlebt hat? Das war eigentlich fast ein Offenbarungseid des EU-Parlaments. Also in Deutschland geht es seit 2 Jahren, die haben einen Berichtsrichtlinie und bringt. Also, wie gesagt, da ist sehr viel Meinung dabei, aber ich bin sehr, sehr skeptisch.
Ist das soweit klar? Danke für den Hinweis. Ich werde das in korrigierter Form noch einmal weitergeben. Soll ich in Ihr Heimatbundesland kommen? Gut, jetzt kommen wir zu so richtig altbackenen Dingen wie Mediaanalyse. Die Mediaanalyse, seit 1965 die größte fortlaufende Marktforschung in Österreich mit derzeit rund 15.000 Interviews, hat ergeben, dass das, was sie ursprünglich noch alles mitberichten konnte, von ORF 2 bis Ö3 bis zu ATV, mittlerweile alles nicht mehr in der Mediaanalyse enthalten ist. Denn im Grunde genommen misst sie nur noch Printmedien und Internet sehr allgemein. Deswegen habe ich Ihnen diese bunt schillernden Balken noch einmal präsentiert, weil wir das jetzt seit 2006 und seit 2008 auch hier immer wieder machen. Die grünen Balken wären die neuesten, aber um sie nicht zu verwirren, so schaut sie in einer ganz einfachen Tabelle aktuell aus und in Klammer haben sie jeweils die Vorjahreswerte. Da gab es natürlich vergangene Woche wieder Zähneknirschen und Frohlocken, je nachdem. Das Zähneknirschen macht man heimlich, dann frohlockt man nach außen. Natürlich gibt es immer Gewinner und Verlierer und das meiste liegt immer in der Schwankungsbreite. Der kleinen Zeitung ist diesmal das passiert, was sie eigentlich seit Jahren sagt. Die Werte waren so überhitzt, man ist innerhalb von wenigen Jahren der Kronezeitung so weit enteilt, das musste irgendwann einmal einen Rückschlag geben, vor allem weil die Werte nicht durch die Auflagenkontrolle abgesichert waren. Ich nehme immer die Auflagenkontrolle daneben, um zu schauen, Moment mal, ist die Marktforschung halbwegs plausibel? Sie werden danach an wesentlich drastischeren Beispielen noch sehen, warum. Das heißt, ich würde nicht zu sehr von Verlusten und Gewinnen sprechen, und das sage ich nicht, weil jetzt beide letztlich die schlechteren Zahlen dort stehen haben. Spannend ist nur, schauen Sie sich mal an, das müssen Sie sicher alle in der Steiermark gemerkt haben, dass innerhalb eines Jahres der Standard hier um 50% mehr Leser hat, oder? Das sind dauernd nur mehr die Leute mit diesen Roten. Genau, eben. Und das zieht sich durch natürlich. Und auch die Presse hat sicher, ganz sicher, hier um 7.000 Leser mehr als letztes Jahr. Und es handelt sich natürlich nur um die Papierausgaben. Sie bemerken also, auch im Regionalen, da stimmt was nicht. Um es vorwegzunehmen, bei dieser Mediaanalyse, beginnend schon im zweiten Halbjahr 2017, wurden erstmals E-Papers mit abgefragt. Was auch logisch ist, weil E-Paper ja ein 1:1 Abbild der Zeitung ist und weil die E-Papers mittlerweile auch in der Auflagenkontrolle berücksichtigt werden. Nur, die haben es nicht geschafft, die Frage so zu stellen, dass etwas, was früher schon als, sagen wir mal, als Fehlerquelle erkennbar war, geringer wird, sondern dass es immer noch weiter auseinanderklafft. Die Fragestellung war offenbar so, dass da geantwortet wurde, ja jeder, der den Standard online gelesen hat, hat wahrscheinlich auch Ja gesagt. Sie werden das noch wesentlich deutlicher bei den nationalen Zahlen sehen. Denn ich darf natürlich den Online-Auftritt nicht nehmen, weil es ja komplett verzerrt würde. Schlussfolgerung sollte man zum Schluss machen, aber vielleicht einfach, damit sich setzen kann, wurde hier schon öfters gesagt, ich glaube, man sollte immer noch mehr über Markenreichweitenermittlung nachdenken. Wie viele Menschen erreicht die Marke Kronenzeitung? Wie viele Menschen erreicht die Marke ORF, die Marke Kleine Zeitung? Dann ist es dann letztlich natürlich bei der Marke, das entsprechend auszudifferenzieren, wo die Werbung landet. Aber so kann man wahrscheinlich nicht weiter. Denn abgesehen von denen, die nämlich besonders starke Online-Auftritte haben, wie der Standard, das übliche Bild, leichte Verluste von Jahr zu Jahr, beziehungsweise in der Steiermark auch deutlich, die kleineren werden noch kleiner in diesem Match Kleine gegen Krone. Und es ist nur durch diesen, ich behaupte mal, E-Paper-Effekt zu erklären, dass seit langen Jahren erstmals wieder eine weitere Zeitung zwischen den, außer den beiden, über 5% Reichweite in der Steiermark kommt. Ganz ähnliches Bild bei den Sonntagsausgaben. Tendenziell leicht rückläufig. Wenn man dazu sagen muss, das ist eine Entwicklung, die es nicht nur in Österreich seit Jahren gibt, aber es gibt es in kaum einem anderen Staat so wenig dramatisch wie in Österreich.
Also internationale Vergleichsuntersuchungen, wie zum Beispiel an der Universität Oxford, ergeben immer wieder, es gibt keinen so ausgeprägten Printmedienmarkt für Österreich. Die untersuchen mittlerweile 50 Staaten und in Österreich ist die Affinität zu Papiermedien bei weitem am stärksten, nach wie vor. Ich hätte eine kleine Verständnisfrage. Ja. Festgemacht am eigenen Beispiel. Wenn ich jetzt in der Früh noch den Dead Prince lese, dann schaue ich aber geschwind am Handy nach, wo es in der kleinen Zeitung Neues ist, wenn ich nicht zum Haustor gehen will, dann hole ich mir später zum Café die Zeitung. Bin ich jetzt doppelt erfasst oder nicht? Als E-Paper-Leser und als Print-Leser? Oder? Das ist die Frage, das ist ja die Schwäche der Marktforschung, oder? Es gibt einerseits diese sozial erwünschten Antworten, die schon damit beginnen, dass wenn ich keine Zeitung lese, mit dem Ingeborg Facher, aber sehr sympathisch ist und sie ist die Interviewerin, ich das natürlich von ihr nicht eingestehen will. Und das denke ich mal, wenn sie mir so eine Zeitung nach der anderen zeigt, dann kenne ich eine, die auf einem anderen Papier gedruckt ist, natürlich ganz besonders. Dann sage ich, okay, das ist vielleicht keine Zeitung für Deppen, sage ich halt der Standard, damit sie mich nicht für ein Portal hält. Das wäre eine sozial erwünschte Antwort. So wie man es früher halt bei Wahlmarktforschungen wurden oft davor die Grünen angegeben, weil man sich geniert hat, FPÖ anzugeben. Nach der Wahl war es umgekehrt. Mittlerweile gibt es den Genierer aber nicht mehr. Aber im Medienbereich schon noch. Also, das ist eine. Und dann natürlich die Markenstärke des Standard als in Relation zur Papierausgabe stärksten digitalen Medien in Österreich. Und vor allem, ich wüsste zum Beispiel nicht mehr, wo habe ich jetzt die Info her, habe ich mir die jetzt am Handy geholt oder am Papier. Ich wüsste es nicht. Bei mir sind sie relevant, oder? Von der Vorstellung, wenn man da E-Paper mitzählt, also es geht nur um Online-Nachrichten. Ja, eben, aber weißt du nicht, ob ich die Frage mit E-Paper wäre? Ob ich es auf der App gelesen habe oder online oder auf der App, ich weiß es nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich weiß am nächsten Tag nicht mehr, was in der ZIP 2 war. Jetzt halte ich mich noch nicht für ganz eine Schucke, aber ich weiß es nicht, mir wird es zu viel. Und ich glaube, dass die meisten Leute nicht mehr wissen. Ich weiß nicht, was ich gestern im Report gesagt habe. Was gestern im Report? Ich weiß nur, dass ich nur 90 Sekunden zu Wort kam und mir überlegt habe, ob das die Fahrt nach Wien wert war. Ich weiß schon die ganze Zeit, ob sie es wieder sagen. Ich habe eine Frage, ist die Wochenendanalyse nicht eine komplett künstliche? Weil wir haben erstens immer die Gratisverkaufsstände, also die wird ja künstlich hochgehalten, die Auflage. Und was, weiß nicht, ob ist ja nicht Auflage. Bitte? Ist ja nicht Auflage. Das ist Leser. Nur die Leser. Medienanalyse bis die Reichweite. Okay. Und Gratiszeitungen werden genauso gelesen. Okay. Weil wissen Sie, dass nämlich die Digitalleser zum Beispiel von der kleinen Zeitung teilweise am Wochenende die Zeitung als Print gratis bekommen? Mhm. Ja. Wird aber ausgewiesen in der Auflagenkontrolle. Ja. Ja. Ich zeige Ihnen das dann, Sie sehen es dann für österreichweit, habe ich es ausgewiesen, damit Sie auch sehen, wie viel Prozent jede Zeitung von ihrer Auflage verschenkt, damit eben diese Werte möglichst hochgehalten werden. Ist auch ganz aufschlussreich. Hier haben Sie das Bild der Magazine, auch unauffällig, durchwegs etwas rückläufig. Die grünen Balken sind die aktuellen. Bei den meisten war das schon mal ein bisschen mehr. Also gerade der Magazinmarkt ist österreichweit, aber auch in der Steiermark natürlich unter großem Druck. Und hier gibt es natürlich eine bunte Mischung und nach wie vor die Lücken, weil die meisten deutschen Magazine nicht an der österreichischen Medienanalyse teilnehmen. Wir wissen nicht, wie viele Leute hier die bunte lesen, das Goldene Blatt oder sonst was. Die nehmen das einfach mit. Ja. Dann habe ich Ihnen noch den Radiomarkt aufgelistet, mittlerweile mit den korrigierten Zahlen. Sie erinnern sich vielleicht, es wurde über Jahre der Radiotest gefälscht. Die Zahlen wurden mittlerweile alle korrigiert. Deswegen habe ich mal bis 2010 zurück die korrigierten Zahlen für die Steiermark dazugetan. Das Dumme ist, Sie kriegt es nicht auf eine gemeinsame Tabelle noch nicht. Ich muss das erst umschauen. Hier haben Sie 2017, 2018. Auffallend ist, dass nicht nur in der Steiermark, sondern in ganz Österreich ORF im Radiobereich wieder hinzugewonnen hat. Das ist jetzt nicht besonders deutlich, aber die Zahlen sind höher geworden. Und beachten Sie, das ist der Radiomarkt ab 10, also die 10-Jährigen bis zu tot.
Ja, ich sage das jedes Jahr. Ich kann ja nicht sagen 98,5, weil da gibt es ja doch noch welche drüber. Ja. Es gibt, ja. Und das sind die Tagesreichweiten. Größere Rolle im Radiomarkt spielt allerdings der Marktanteil. Also wie viel Prozent von denen, die gerade Radio hören, bekommt ein Sender? Da habe ich die Zielgruppe 14 bis 49 ausgewählt, die im Radio und Fernsehen immer wieder als die Werberelevante bezeichnet wird. Sie sehen auch da, aha, man hört auch ein bisschen mehr Radio. 201 Minuten täglich im Schnitt in der Steiermark, mehr als 3 Stunden. Das ist natürlich großteils Musik, klar. Großteils Musik, großteils nebenbei. Ich habe es deshalb so ausführlich gemacht, weil wir uns die Zahlen, glaube ich, gut einprägen müssen. Ich bin mir nicht sicher, ob sich die so halten lassen und ob wir da nicht das nächste Marktforschungsproblem kriegen. Es würde in den Rahmen sprengen, Podcast. Podcast ist sicher das technische Medienthema derzeit, weil es etwas ist, das vor einigen Jahren von Leuten aus den USA als Thema mitgebracht wurde, mit Kopfschütteln hier bedacht. Und plötzlich vor 1-2 Jahren ist es in Österreich so richtig explodiert. Nicht nur in Österreich, im gesamten deutschsprachigen Raum, Podcast, Podcast, Podcast. Und auch hier der Trend, dass nicht nur klassische Medienpodcasts machen, sondern ja, jedes Unternehmen wird zum Medienhaus, fortschrittlich gesehen. Sie können das auch personell festmachen. Nicht umsonst ist die Eva Weisenberger, früher Chefredakteurin der kleinen Zeitung in Kärnten, danach Chefredakteurin von News, ist jetzt dabei, für die Wirtschaftskammer Österreich einen Newsroom einzurichten. Einen Newsroom, der alle Stücke spielt wie in jedem Medienhaus und dafür die entsprechende Redaktion zusammenzustellen. Das gleiche hat BMW längst gemacht, das gleiche hat der FC Barcelona längst gemacht, hat Swarovski längst gemacht. Unternehmen, die halbwegs... Sprecher macht das auch, glaube ich. Bitte? Der Regierungssprecher, also die Institution Regierungssprecher. Ja. Ja, er hat im Grunde genommen das vereint, wenn Sie es in Deutschland anschauen, da hat der Bundespressedienst, der Jochen Seibert, hat unter sich fast 600 Leute, deutscher Bundes, also Regierungssprecher mit dem Bundes... Zur Medien. Davon träumst du. Nach dem Bundes träumen wir nicht mehr. Also es wird immer schwieriger zu sagen, hier die Medien, hier die Politik, hier die Wirtschaft. Wir kommen also zu unheimlich viel Vermischungen und es wird auch immer schwieriger, PR von Journalismus zu unterscheiden. Aber ich glaube, dass sich diese Zahlen auf Dauer nicht mehr halten lassen, und zwar nicht, weil die Leute weniger hören, aber weil sie dann auch nicht mehr unterscheiden können. Ist das Podcast, ist das Radio oder was ist denn das jetzt gerade? Was machen die Steirerinnen und Steirer so? Im Internet, das sind jetzt Media-Analyse-Daten. Reisenbuch ist noch immer hoch. Reisenbuch ist immer noch hoch. Jetzt möchte ich nicht grundsätzlich bei der Media-Analyse Wunschdenken unterstellen. Verblüffend finde ich, dass soziale Netzwerke im Vorjahr noch mehr genutzt wurden. Das halte ich nicht unbedingt für plausibel, aber es ist zumindest ein Indiz einer gewissen Stagnation. Das ist es schon. Ich habe bei dieser Umfrage irgendwann einmal alles beantwortet. Und es ist halt total schwierig, ob jetzt Videoclips ansehen, ob das YouTube ein Videoclip im Vordergrund steht oder soziale Netzwerke. Es überfordert jeden Rezipienten bei Weitem, schon lange. Selbst die Titelkarten haben das schon lange. Es muss, deswegen meine ständige Kritik. Wenn ich Video nur die Musik höre, dann kann ich noch was anderes angeben. Ich wollte mich gerade sagen, ich habe mich bei meiner letzten Umfrage geleistet, die Frage zweimal zu stellen, auf YouTube, einmal in den sozialen Netzwerken und einmal bei den Fernsehsendern. Ich glaube, mit unterschiedlichen Ergebnissen, mit durchaus interessanten Ergebnissen, weil da ziemlich genau am Bruch bei 40 Jahren, ich glaube, mehr als 60% der unter 40-Jährigen nutzen täglich YouTube und dann nur ganz wenige Prozente TV und vice versa. Also das wird noch einmal das komplett umdrehen. Da gibt es ein hetziges Ergebnis, das amerikanische Pew Research, das ich immer wieder auch präsentiere, wenn es um amerikanische Zahlen geht. Die haben mir einmal die Frage gestellt, auf welche Art lesen Sie Ihre Zeitung am liebsten? Da gibt es einen gewissen Prozentsatz, der sagt hören.
Und da meinte so, ja. Also, und das gilt für alle, das wirklich falsch. Und der Prozentsatz ist nicht so klein. Pew hat den Vorteil, die veröffentlichen das auch, um zu zeigen, Moment mal, Marktforschung muss halt letztlich auch mit solchen vollkommen unplausiblen Antworten umgehen. Wir haben relativ betrachtet, ob das als soziales Medium oder als Fernsehsender nimmt, 50% Unterschied. Fragen Sie mal wirklich junge Leute, die extrem medienaffin sind, was ist das jetzt? Fernsehen oder sonst was, Video oder sonst was? Allerhöchstens noch die Unterscheidung Bildschirm, Hören, Papier. Allerhöchstens. Na, die eine Möglichkeit ist wirklich in Markenumfragen zu gehen, die andere Möglichkeit wäre, so wie es diese Fitbits gibt, es gibt so uhrenähnliche Geräte, mit denen Sie jegliche Form von Medienkonsum aufzeichnen können. Und die Bereitschaft, die zu tragen, ist offenbar gegeben. Gibt es schon lange. Es hat sich offenbar bisher noch niemand wirklich leisten wollen, weil solche Dinge ziemlich teuer sind, solche Panels. Also ganz ähnlich, dass man das, was jetzt zum Beispiel als zweite Fernschaltung für den Teletest gemacht wird, dass man das einfach durch eine Armbanduhr oder sowas ablöst. Nur ganz kurz, könnte man schon vorstellen, dass das aber auch ein Trend ist, zu einer gewissen Gruppe der Gesellschaft zu sagen, ich will mein Leben stressfreier machen, genauso wie ich esse viel mehr Gemüse, besser. Mhm. Für mich ist es ein bisschen weniger soziale Medien, soziale Medien fasten. Also es gibt schon so einen Trend, der gerade ein bisschen in wird in gewissen Gruppen. Das kann gut sein. Dass man das Nein, das kann gut sein. Also es ist ja auch weltweit so, dass also dort, wo also USA, Europa, also dort, wo es begonnen hat, wirklich zum Beispiel die Facebook-Zahlen minimal rückläufig sind. Also noch ganz kurz, minimal rückläufig sind. Also das haben wir, jetzt hat's mit rausgebracht. Wir beobachten es hier und wir haben seit Ewigkeiten 3,9 Millionen Accounts in Österreich. Ich möchte nicht wissen, wie viele davon tot sind und nicht mehr bespielt werden. Ich kenne, wenn Sie jetzt Studierende wären von mir, ich habe dann immer gefragt, wer liest noch Zeitung? Und irgendwann mal bin ich erschrocken von den Studierenden, also wenn sie so Erstsemestrige sind, dass dann vielleicht noch 2, 3 aufzeigen, die überhaupt Zeitung lesen. Ich frage mittlerweile ja wesentlich umfangreicher. Ich habe jetzt gerade Wirtschaft an der Fachhochschule Kärnten gefragt, 30 Leute, wer ist auf Facebook? 2 von 30 Leuten. Also nicht glauben, dass sie modern sind, weil sie alle noch auf Facebook sind. Sind alle auf Instagram, fast durchgehend. Also genau diese Stagnation, die wir bei Facebook bemerken, bemerken wir derzeit bei Instagram immer noch als Dynamik. Also es bleibt alles beim Herrn Zuckerberg. Und auch nach wie vor dynamische Steigerung bei der Nutzung und Anwendung von WhatsApp. In vielfältigsten Formen. Auch zur Nachrichtenvermittlung immer mehr. Das ist im Grunde genommen more of the same, allerdings jetzt auf Österreich bezogen. Das sind zum Vergleich die Reichweiten der österreichischen Online-Angebote. Aber eben, Entschuldigung, habe ich das nicht gemacht. Entschuldigung, der steirischen, sorry. Jetzt bin ich komplett auseinander. Das heißt, monatlich fast 500.000 Nutzer für den ORF. Die Webanalyse lässt nach wie vor nicht zu, und zwar mit keinem Tool, dass Sie es auf eine Woche oder am Tag unterbrechen können. Ich halte es für einen Fehler, weil dadurch natürlich die Vergleichbarkeit mit den anderen Daten fehlt. Aber ORF-Angebote alle zusammen vor jenen der kleinen Zeitung und der Krone, aber die Krone nur noch knapp vor dem Gesamtangebot von OE24. Da ist natürlich alles dabei bei OE24. Da ist die Übersetzung der Zeitung dabei, da ist das Fernsehen dabei und da kommt dann letztlich auch der bundesweite Radiosender dazu, der Ihnen jetzt gestattet wurde. Standard, heute Kurier. Regionalmedien, das ist die Dachorganisation der Woche und der Bezirksblätter. GMX habe ich dazu getan, weil wir das immer unterschätzen. Ich bin von denen schon mehrmals interviewt worden und dadurch habe ich mir das erste Mal die Homepage angeschaut. Die haben eine Nachrichten-Homepage vorne. Das hat mich dann erstmal überrascht. Ich war nicht die Zielgruppe offenbar. Gib schon mal. Ist jung. Ja, ist jung, ja, eindeutig. Ja, 7-1 Interactive, da ist es die Pro7 Sat1 Puls4 Gruppe. Da sind also die ganzen Fernsehsender drin. News Network Presse. IP Österreich ist das Gegenstück der RTL Fernsehgruppe. Ja, da habe ich deswegen hineingetan, weil es eins der wenigen ist, die wirklich rein internetbasiert sind,
und noch dazu spartenmäßig, oder? Ein reines Sportportal. Aber immerhin, über 100.000 pro Monat in der Steiermark. Also ich denke, das wird manche Sportredaktion zum Nachdenken bringen, das ist nicht wenig. Moser Holding, das ist die Mutterfirma der Tiroler Tageszeitung. Weiß, sehe wenig hier in der Zielgruppe Weiß, sie habe ich nicht angeschaut. Weiß hat doch zugesperrt, oder? Nein, hat nicht zugesperrt, wieso? Nein, ist nicht geschlossen worden. Die sind bloß gegangen, weil es ihnen nicht gepasst hat. Es sind bloß die, die Weiß gemacht haben, die hätten nicht mehr so viel Selbstständigkeit gehabt und deswegen haben die es alles lassen. Weil die im Grunde genommen kolonialisiert worden wären durch die deutsche Weiß. Aber zu haben sie nicht gemacht, nein. Das ist ein, das ist geschickt gestreute Propaganda. Ja. Entschuldigung, ist diese Auswertung vergleichbar mit der Österreich-Auswertung der Unique-User? Ja, natürlich. Weil die kleine Zeitung wundert mich ein bisschen, dass in Österreich insgesamt viermal so viele Unique-User hat wie in der Steiermark. Warum? Die kleine Zeitung ist Steiermark-Kern hauptsächlich jetzt in der Mark. Das ist ja das Schöne beim Online, das sehen Sie ja hier auch, wieso sollte dann irgendjemand hier das OE24-Netzwerk lesen? Oder wieso sollte man unbedingt den Kurier lesen, der auf Papier eine Quantität negligabel in der Steiermark ist? Der Kurier ist schon hier. Ja, Kurier ist längst eine Regionalzeitung Österreich-Ost geworden. Kommt in der Steiermark, wie Sie zuerst... Schauen Sie. Nicht einmal, glaube ich, oder? Da, Kurier, 19.000 Leser, ja, in der gesamten Steiermark. Das heißt, eine Reichweite von 1,8%. Kommt ja als erstes vielleicht eine kleine Zeitungsartikel, wenn du dann Google-Schlagwort eingibst, dass du die verschiedenen Artikel... Ja, die kleine Zeitung lesen. Also, mich wundert es ehrlich gesagt. Nein, mich nicht. Ich würde sagen, neben den Salzburger Nachrichten ist die kleine Zeitung sicher die Zeitung mit der größten Österreich-Orientierung von allen Bundesländerzeitungen. Da ist der Kern, letztlich sind die Bezirksseiten innen drin, also für die Region. Das ist sicher das Erfolgsgeheimnis, auch die totale Regionalisierung. Aber der Mantel wird auch, ja, das sind die SN und die Kleinen, die sich da matchen. Die Oberösterreicher würden gerne mehr mitspielen, aber im Grunde genommen ist das vor allem der Herr Christoph Kotanko, der das ausmacht. Aber die Tiroler, die Vorarlberger überhaupt nicht. Niederösterreich und Burgenland hat keine eigene Tageszeitung. Und die kleine Zeitung ist natürlich die zweitgrößte Kaufzeitung Österreichs. Nach der Kronenzeitung. Herr Stichwort Feuerberg, die Russgruppe spielt da überhaupt nicht mit in dem Konzert. Aber doch, die Russgruppe ist nur Austriacom. Austriacom, das ist die Russgruppe. Da ist von Vorarlberg online bis Wien online, das auch der Russgruppe gehört, alles drin. Nein, die haben das einfach auf verträgliches Niveau runtergefahren. Die waren ja letztlich eigentlich die Online-Pioniere, die ursprünglich am meisten investiert haben. Der Eugen Russ hat 96, 97, als er zurückgekommen ist von einem US-Kongress, erst einmal 20, 30 IT-Experten eingestellt, bevor er losgelegt hat als Provider. Na, sind sie nach wie vor. Sind aber vor allem im ganzen europäischen Raum mit digitalen Lösungen präsent, technischen Lösungen. Ja. In Nischen. Und ich habe ganz bewusst dazu gesagt, schauen Sie, wo da der Falter dann liegt. Deswegen habe ich ihn getan. Das ist nicht so großartig. Ja, es hat sehr, sehr viel Falter, Erfolg des Falter, auch den Sie in der Medienanalyse dann sehen werden, ist sicher ursächlich mit Klenk verbunden. Und zwar mit Klenks Auftreten auf Twitter. Er hat dem über 200.000 Follower auf Twitter, kommt dadurch in einen ganz anderen Diskurs. Dadurch hebt er den Falter plötzlich zum Partner des ORF für Investigativsachen und so weiter. Da käme er als Wiener Wochenzeitung sonst nie hin. Wir machen manche Sachen ganz geschickt. Und das werden Sie dann noch sehen. Soweit zu den Steiermarkzahlen noch Fragen. Ich glaube, ich muss ein bisschen aufs Tempo drücken, obwohl mich Inge Facher noch nicht böse angeschaut hat. Ja, jetzt kommen wir zu den Auflagen. Also das sind jetzt, um es nur ganz klar zu machen, das sind Auflagen, wie werden die Auflagen gemessen?
Ganz einfach, die Verlage, die da teilnehmen, und Sie haben alle Tageszeitungen mal aufgezählt, die teilnehmen, nicht teilnehmen tun, die Wiener Zeitung, die der Republik gehört und letztlich sich aus unseren Pflichtinseraten speist, wenn wir eine GmbH, AG oder sonst was betreiben, kriegt sie so um die 20 Millionen Euro jedes Jahr, und nicht teilnehmen tut das Volksblatt in Oberösterreich, das sich vor allem durch die Bundespresseförderung ernährt und der Oberösterreichischen Volkspartei gehört. Ansonsten nehmen die verbleibenden 12 österreichischen Zeitungen teil. Dass bei Österreich nur Fragezeichen stehen, das hat etwas damit zu tun, dass Österreich mal wieder etwas Neues macht. Österreich heißt jetzt nicht mehr Österreich, sondern Österreich heißt jetzt OE24-Österreich, weil es nämlich verbinden will, seine verkaufte Auflage, die es anscheinend auch hat, mit seiner Gratis-Auflage. Dadurch muss in der Auflagenkontrolle wieder alles mal umgerüstet werden. Es ist insofern ganz gut, weil, wie Sie bei dem nächsten Chart sehen werden, hat Österreich es als Einzige geschafft, einen Minus-Mitlesefaktor zu haben. Wissen Sie, was ein Minus-Mitlesefaktor ist? Minus-Mitlesefaktor ist, dass die ermittelte Reichweite geringer ist als die verbreitete Auflage. Das sind wirklich Tatsachen aus der Medienanalyse 2017 und Auflagenkontrolle 2017. Also wie gesagt, da wird umgerüstet. Nächstes Jahr wird es wieder getrennt ausgewiesen. Der Teil, der gekauft wird, das wird dann spannend. Und der Teil, der gratis ist. Im Gegenzug gibt es dafür in der Medienanalyse nicht mehr bei den Magazinen und Illustrierten die illustrierte Madonna, in der am Samstag Österreich drinsteckte. Nach dem alten, bewährten Krone-Muster, wo man am Sonntag die Zeitung in die Illustrierte steckt. Deswegen die großen Fragezeichen. Ansonsten, um es zu erläutern, weil es ein paar Fragen beantwortet. Sie haben hier die verkaufte Auflage. Ich könnte jetzt die ganz harte Werbung, die abonnierte Auflage noch dazu tun. Dazu Besonderheit des österreichischen Marktes, wir sind ein Abo-Markt. Nahezu alle Zeitungen haben mehr als 90% im Abo. Die Besonderheit ist, das gilt selbst für eine Boulevardzeitung oder zum Teil Boulevardzeitung wie die Kronenzeitung. Riesenunterschied zu Deutschland. Bei der Bild ist die abonnierte Auflage seit jeher eine fast vernachlässigbare Größe gewesen. Ja, die Boulevardzeitung verkauft sich am Boulevard, im Kiosk. Wenn die hören, dass die Kronenzeitung 86% Abo-Anteil hat, dann wissen sie, warum es der Kronenzeitung noch relativ gut geht. Ist natürlich verbunden mit sehr viel Vertriebsaufwand, dass du es auch im letzten Teil bekommst, aber ist letztlich schon sehr viel Sicherheit. Und wenn ich eine Interpretation wage, ist das ein Grund, wieso Herr Benko so scharf drauf ist. Das sind Daten. Und du magst jetzt die SVGO gehen, wie es will. Das sind um die 700.000 Abonnentendaten, allein von der Kronenzeitung. Er würde ja dann auch Minderheitseigentümer mit 49,4% beim Kurier. Das sind noch einmal sehr, sehr viele Daten. Und das kann ich brauchen, nicht nur als Besitzer von Kika Liner. Das kann ich brauchen, wenn ich so eine Art, sagen wir mal, europäisches oder zumindest deutschsprachiges Amazon aufziehen will. Das könnte nämlich unter anderem auch hinter den Absichten von Herrn Benko stecken. Würde auch zusammenpassen, dann in den Medienbereich zu gehen. Dem Chef von Amazon gehört zu 100% die Washington Post. Ansonsten wäre sie wahrscheinlich schon tot. Also, das ist die verkaufte Auflage. Also die abonnierte, wie gesagt, fast überall über 90%, sogar bei der Kronenzeitung über 80%. In Klammer haben Sie den Anteil der E-Papers, sowohl bei der verkauften Auflage als auch bei der verbreiteten Auflage. Die verbreitete Auflage ist vereinfacht ausgedrückt die verkaufte plus die verschenkte, die an eine Frau, an einen Mann geht. Und dann habe ich mir den Spaß erlaubt, von der verbreiteten Auflage die verkaufte Auflage abzuziehen, dann könnten Sie das hier die verschenkte Auflage nennen. Ich nenne es einfach Differenz. Und dann mir noch einen Spaß erlaubt, ich habe mir gedacht, okay, dann dividierst du das einmal, wie viel Prozent an der Gesamtauflage sind denn das? Und das ist, wenn man so die Mini-Zeitung der Neuen Vorarlberger wegnimmt, wo es nämlich fast ein Drittel ausmacht, führend ausgerechnet der Standard. Er war schon bei einem Viertel, mittlerweile verschenkt er pro Tag immerhin noch ein Fünftel seiner Gesamtauflage. Das ist am Samstag mit seiner dicksten und wichtigsten Auflage am augenscheinlichsten. Wenn Sie in Wien sind, spätestens mittags hängen diese ganzen Entnahmetüten voll. Und ich ärgere mich jetzt mal, weil ich mir denke, 47 Euro zahle ich für das Abo und dann kriegen Sie alle gratis. Oder glauben Sie wirklich, dass da die paar Euro reingeschmissen werden? Nein.
Und Sie sehen hier auch eine spannende Reihenfolge. Ich habe das nämlich die Rangordnung nach verbreiteter Auflage gemacht. Ich betone das deshalb so. Achten Sie mal, wo der Standard laut verbreiteter Auflage ist. Auf Platz 10. Das wäre auch, wenn die anderen beiden teilnehmen würden. Auf Platz 10 von 14 Zeitungen. Und schwuppdiwupp, jetzt kommen die Reichweiten und der Standard ist auf Platz 4. Weil eben die Reichweiten über Marktforschung ermittelt werden. Und was heißt das, wenn die erfragte Reichweite, wer denn alle den Standard liest, ich durch die verbreitete Auflage dividiere, weil anders geht es ja nicht, die Exemplare müssen irgendwie gelesen werden, naja, dann hat jedes Standardexemplar 8,3 Leser. Logisch, oder? Verkauft ist natürlich 10. Ja, eben. Deswegen war ich ja gnädig und habe die andere Größe genommen. Also, um es gerecht zu machen, ich würde sogar behaupten, dass es bei der Presse mit 4,5 pro Presse nicht wirklich ausgeht. Alles, was deutlich über 3 hinausgeht, und da ist man schon sehr printaffin, ist nicht besonders glaubwürdig. Ist wirklich nicht plausibel. Diese Zahlen sind aber letztlich seit Jahren der Media-Analyse bekannt. Letztes Jahr waren wir schon bei 6,5 beim Standard. Noch ohne Einbeziehen der E-Papers. Da wundere ich mich schon, warum wir in der Fragestellung nicht dran gearbeitet haben, weil das diskreditiert ja letztlich die gesamte Marktforschung, wenn man so überhitzte Werte bekommt. Die sind nur erklärbar durch starke Online-Auftritte. Anders sind sie nicht erklärbar und durch Markenstärke. Aber man kann da natürlich unterstellen, naja, das hat eigentlich dann letztlich nicht mehr viel mit der Reichweite der Zeitung zu tun, zumindest nicht der Papierzeitung. Da ist jetzt die Auflagenkontrolle wahrscheinlich wirklich die viel härtere Währung, um zu sehen, wie groß ist etwas. Und das Schöne ist, dass der Jubel über so etwas ja überhaupt nie parteiisch ist. Es hat zum Beispiel, das nenne ich jetzt nicht, aber sagen wir mal so, es haben diverse Journalisten auf Twitter gejubelt, dass alle Boulevardzeitungen verlieren und zwar drastisch und der Standard gewinnt. Und wenn man ihnen dann die Auflagenkontrolle schickt, kommt dann meistens nichts mehr. Es wurde auch gejubelt, dass zum Beispiel der Falter neben dem Standard der große Gewinner ist. Das stimmt schon. Das stimmt schon, wenn man jetzt nur die Media-Analyse nimmt. Auch der Falter hat es irgendwie geschafft, von 119.000 Lesern im Jahre 2017, als noch nicht die böse, böse jetzige Koalition am Ruder war, auf 197.000 2018 zu kommen. Der Falter ist nur schlauer als der Standard. Wissen Sie warum? Der nimmt an der Auflagenkontrolle nicht teil. Das heißt, man weiß nicht, wie viele Exemplare es sind. Es stimmt dem Vernehmen nach, dass der Falter wachsende Abozahlen und wachsende Verkäufe hat. Ja, das schon. Aber bitte nicht so. Nicht so. Über Jahre war der Falter meistens unter 100.000, knapp über 100.000. Und wenn, dann gibt es da so kleine Ausreißer. Das ist insbesondere nicht durch die Online-Ausgabe des Falter erklärbar, weil der hat wirklich eine harte Bezahlschranke drin. Das ist letztlich die Online-Präsenz von Herrn Klenk. Und ich lasse mich gerne dafür klagen, den Beweis trete ich an. Es lässt sich nicht anders erklären. Ansonsten im Magazinbereich ein ähnliches Bild wie seit Jahren. Deutliche Verluste teilweise, besonders bitter für das News, dass jetzt sogar das Profil vor ihm ist. Im eigenen Haus. In der heurigen Medienanalyse soll ja eine präzisere Fragestellung machen. Ist das machbar überhaupt oder ist das eine Chimäre? Also aus meiner Sicht ist es nicht machbar. Also ich sage jetzt mal ungeschützt. Es gibt natürlich doch ein relativ großes Interesse daran, dass alles so bleibt, wie es ist, weil es gibt natürlich auch einige, die daran verdienen. Die Medienanalyse ist ja nicht ganz billig. Wenn ich es richtig im Kopf habe, kostet die zwischen 1 und 2 Millionen Euro im Jahr. Und es sind einige Marktforschungsinstitute daran beteiligt, würde ich mal sagen, die durchaus ein Interesse daran haben, dass die Fragestellung bleibt wie immer, weil das ist nämlich der geringste Aufwand. Würde jetzt als Unternehmer, würde das auch so sehen. Ich sage jetzt mal einfach das klassische Unternehmerinteresse mit dem geringstmöglichen Aufwand, möglichst viel rauszuholen. Ich sage nur, es ist überfällig, da etwas zu machen, weil es beschädigt die Glaubwürdigkeit der gesamten Branche. Wenn ich gefragt werde, hast du das auf E-Paper gelesen oder hast du das auf Online gelesen, wer wird das genau unterscheiden?
ich glaube, dass man schon viel länger überfordert ist. Ich glaube nicht, dass wir wirklich aus dem Gedächtnis her unterscheiden können, ob wir etwas jetzt am Bildschirm oder an der Zeitung sehen haben. Wenn wir Mediennutzung derzeit zwischen 9 und 10 Stunden täglich haben, das ist in Deutschland so, in Österreich so und so weiter, wenn alles Multitasking aneinander gereiht wird, 9 bis 10 Stunden Mediennutzung. Und dann wollen wir noch unterscheiden, wo wir was wie gesehen haben. Und zwar, je mehr einer nutzt, je vielfältiger er nutzt, desto weniger weiß er es. Wie beurteilen Sie da die Performance von der ganzen Woche? Sie war an sich schon mal deutlich stärker. Ja, sie war deutlich stärker. Sie war fast auf nahezu 30% in ihren besten Zeiten. So wie ich ja eine schöne Botschaft auch bei dem drin habe, es gibt ja nicht too big to fail, auch nicht für den Boulevard. Es war auch schon täglich alles über 1 Million Leser pro Tag. Aber es ist denn trotzdem eine beachtliche Stärke? Die meist unterschätzte, würde ich mal sagen, Wochenpublikation, die es in Österreich gibt. Ja. Dem Vernehmen nach hat sie ein ausgezeichnetes Fernsehprogramm, das insbesondere ältere Generationen sehr schätzen, weil es in den meisten anderen Publikationen ausgedünnt wurde. Und, aber das, da kann ich jetzt nur zitieren aus einer Marktforschung, die wir früher mal von Helene Kamersin machen ließen, weil uns manche Sachen interessiert haben, warum wir weniger weibliche Leser hatten. Die ganze Woche war sehr, sehr gut dabei, älteres weibliches Publikum zu bekommen. Und zwar besonders bei der Frage, jetzt gönne ich mir was. Das waren vor allem in klassischen Familienbeziehungen, Hausfrauen und so weiter, die gesagt haben, okay, jetzt gönne ich mir, weil das war die ganze Woche. Wir haben uns daraufhin die Inhalte mal sehr genau angeschaut und muss ganz ehrlich sagen, also wirklich viel davon gelernt, wie man sowas macht auch. Man darf nicht vergessen, der Gründer der ganzen Woche war ja noch nicht Noah Falk, sondern Kurt Falk und das war ein Marketing-Genie. Sagen wir, ehemalige 50% Eigentümer der Kronenzeitung. Der, bevor er die Kronenzeitung, viele wissen das ja hier, bevor er die Kronenzeitung vermarktet hat, hat er Waschmittel vermarktet und das auch gut. Ich habe Ihnen hier noch ein Bild Österreichs gemacht, nur aus dem Tageszeitungsbereich, das sich dadurch natürlich leicht verändert. Und wenn Sie das farblich darstellen, dann merken Sie schon, wie viel Verzerrungswirkung seine Medienanalyse hat. Über Jahre gab es hier keinen Dritten, den ich dargestellt habe, weil ich habe nur Zeitungen dargestellt, die es in einem Bundesland über 5% bringen. Für Vorarlberg ist es geradezu ein Affront, dass da ein Dritter sein kann. Noch der größere Affront ist es für die Kronenzeitung, die seit 2016 wieder eine eigene Vorarlberg-Ausgabe macht und noch nicht über die 5% gekommen ist. Diese Frage ist die Kronenzeitung, weil Sie haben das, glaube ich, vor 2 Jahren mal erwähnt, jetzt wieder über ihre Auflage, die sie vorher hatte, weil die Kronenzeitung bundesweit hatte ja höhere Auflage. Die Kronenzeitung hatte ihren Zenit, hatte sie 2005 mit 3,1 Millionen Leser und jetzt hat sie gerade noch die 2 Millionen. Das heißt, also, sie hat ungefähr ein Drittel ihrer Höchstreichweite verloren. 2005 war sie auch auf nicht ganz 4 Millionen Lesern, 3,9 irgendetwas in der Sonntagsausgabe. Mittlerweile hat die Sonntagsausgabe noch 2,7 Millionen. Also Sie haben mal gesagt, dass die Kronenzeitungsauflage jetzt in Vorarlberg eine niedrigere Auflage macht. Nicht Auflage, Reichweite. Reichweite als Reichweite. Die Bundeswehr. Ja. Das ist nicht mehr der Fall. Sie kratzt jetzt knapp an den 5%. Aber sie ist noch nicht signifikant besser als die Bundesausgabe. Das ist ein Effekt, den wir in jedem Bundesland gespürt haben, wo die Kronenzeitung neu kommt. Da gibt es zuerst einmal einen Publikumsaustausch. Es gibt ein Publikum, das das Gesamtkunstwerk Kronenzeitung will und das erst daran gewöhnt werden muss, dass es eine regionale, lokale Kronenzeitungsausprägung macht mit diesen Inhalten. Und das ist nicht unbedingt das Gleiche. Wenn man es in Tirol gemerkt hat, hat es genau 3 Jahre gedauert. Also die sind gestartet in Tirol mit viel Aufwand und haben dann zuerst einmal die niedrigere Reichweite gehabt als davor. Und sind dann ein sehr ernstzunehmender Mitbewerber geworden. Wir sehen letztlich nur Kärnten und mittlerweile Salzburg, wo der Standard nicht so Fuß fassen kann. Das hat vielleicht eine Ursache darin, dass, würde ich mal sagen, von den Bundesländerzeitungen die SN das Niveau am höchsten anlegen. Ich glaube, das kann man sagen. Also vom Und das heißt, also dieses Publikum wird von den SN wahrscheinlich dort schon sehr stark abgedeckt. Das könnte es für einen Standard dort so schwierig machen.
Fragen links oben über den kleinen Farbkind, also der Erklärung, Kunsttüre vor und sonst liegt oder sehe ich die Farbe noch? Ich habe die Bundesländerzeitungen, alle Schlammfarben gemacht und die Styria etwas dunkler, weil sie zwar auch zu einer Bundesländerzeitung gehört, aber erstens mit der kleinen Zeitung zwei Bundesländer abdeckt und darüber hinaus noch eine bundesweit erscheinende Zeitung. Es schafft für mich die Styria vom Dark Grünhaus, wenn man genauer von weiter unten schaut, ist es nicht so. Und deshalb auch, weil sie immer wieder kooperieren. Und aus ähnlichen Gründen habe ich Krone und Kurier, weil sie in der Mediaprint vereint sind, rot gemacht und heute dunkelrot, weil sie zwar nicht in der Mediaprint vereint sind, aber es ist immerhin die Ehegattin des Herausgebers und Chefredakteurs der Kronenzeitung. Kurz zu Fernsehen und Radio. Beim Fernsehen die übliche Entwicklung, die ich Ihnen schon oft gezeigt habe, der ORF verliert langsam, aber nicht so schnell, wie es viele gerne hätte, Marktanteile. Er liegt mittlerweile mit seinen beiden Hauptprogrammen, also nur ORF 1 und ORF 2, bei 30% Marktanteil. 30%, oh, und ORF 1 kratzt schon an den 10%. In Österreich ist man dann schnell dabei zu sagen, dem ORF ginge es schlecht, es ginge total bergab. Ich kenne eigentlich im vergleichbaren europäischen Staaten nur noch die Schweiz, wo es ähnlich so ist. Die kommen auf 29, kommen irgendetwas mit ihren beiden Hauptprogrammen, aber auch erst seit sie dieses österreichische Zwei-Programm-System abgekupfert haben, 1:1. In Deutschland kommen zum Beispiel ARD und ZDF zusammen auf ungefähr 24% nur. In Deutschland hat den größten Marktanteil seit Jahren jetzt das ZDF mit derzeit ca. 13% als größter. Das heißt, diese Entwicklung ist vorgezeichnet, aber noch ist die Stellung mit dem 30% im Marktanteil, die das Öffentlich-Rechtliche bei uns hat, enorm stark. Wie es wahrscheinlich ein kleiner Staat auch eher braucht, vom wegen Identifikation. Eine Zwischenfrage zur ARD, sind da die Regionalprogramme? Die dritten werden eingerechnet, das ist nur das Hauptprogramm. So wie der ORF da auch nicht ORF 3 ausweist, und zwar diplomatisch zurückhaltend, und auch nicht ausweist ORF Sport Plus. Die letzten Zahlen, die ich von ORF 3 habe, sind nämlich so, dass es ungefähr so stark oder sogar stärker als Servus TV ist. Und geht natürlich durchaus in das Segment. Das ist aber Marktanteil, das heißt, die Haushalte, die gar nicht mehr Fernsehen, sind nicht berücksichtigt. Das sind Marktanteile. Marktanteil im Fernsehen ergibt sich daraus, wer schaut jetzt gerade. Ja, ja. Aber das heißt, rückläufig ist es damit jetzt so ein. Es ist nicht rückläufig. Sie sind derzeit bei 3,8 bis 3,9 Millionen, die Fernsehhaushalte nach wie vor. Also im Grunde genommen fast der Vollabdeckung. Immer noch. Mit wachsenden Zielgruppen. Die Frage ist, was ist die relevante Zielgruppe? Die werberelevante, ja. Ich halte den Ausdruck für Mumpitz. Ist das, was zahlt wird? Von nationalen Reichweiten, das Geld, was aufgeht? Naja, ich halte die Kategorie trotzdem für Mumpitz. Überlegen Sie es doch bitte einfach mal logisch. Warum sollten genau die 14- bis 49-Jährigen werberelevant sein? Können Sie mal googeln, hat der Herr Thoma, als er RTL-Chef war, einmal in einer deutschen Talkshow erläutert. Das haben wir erfunden. Aber dem wird das Geld aufgeteilt. Also, das darf man nicht unterschätzen. Also, österreichweit, ich halte es für einen Fehler. Ich will Ihnen nicht zu nahe treten. Sind Sie noch 49 oder? Knapp darüber. Okay. Machen wir es doch mal einfach Denksport, oder? Ich bin deutlich. Ich bin fast 60 plus jetzt. Also ich habe nicht den Eindruck, dass ich als 49-Jähriger oder jünger mehr Kohle zur Verfügung hatte und auch mehr Kohle ausgegeben habe als heute. Haben Sie den Eindruck von sich? Mag ich nicht antworten, aber keinesfalls. Ich habe noch niemand getroffen. Kaum, es sei denn, es hat jemand wirklich Brüche in seinem Berufsleben und so weiter. Ja, aber deswegen, nur weil es eine Tatsache ist, muss man es ja nicht stehen lassen. Man kann ja einfach sagen, es ist Quatsch. Ich stelle mich hin und sage, Quatsch, soll mir jemand das Gegenteil beweisen. Was relevant dort ist, ist die trendsetzende Fähigkeit. Die ist aber längst nicht mehr bei 14 bis 49 da, da müsste ich von mir aus die 15 bis 18-Jährigen nehmen. Die setzen die Trends. Und zwar seit langem. Wir machen genau das, was die ganz Jungen machen. Die
wollte gerade sagen, meine Kinder sind jetzt alle über 15 und die sind nicht mehr relevant. Die waren nicht relevant eingestuft, aber die waren sehr relevant, weil so lästig wie Kinder bei der Kasse sein können, gibt es fast nicht. Die waren diktatorisch. Denken Sie nur über diese Zahlen nach. Also ich möchte es einfach nur, ich weiß, das wird seit Ewigkeiten sagen, ich sage seit Ewigkeiten, es ist Quatsch. Ich gehe in den Streit gern, auch mit jedem ein. Ö3 ist gemacht worden, so wie wir es heute haben, für 15- bis 18-Jährige. Spitze Zielgruppe mit der Behauptung von Bogdan Rostschitz, der damals dafür verantwortlich war, die 15- bis 18-Jährigen werden den Trend so setzen, dass alle nachtrotten. Hat gestimmt, wenn wir uns die Zahlen anschauen. Wenn jetzt alle auf Instagram gehen, was denken wir, die wir älter sind? Ich möchte jetzt nicht den drüber nach, ich bin noch nicht auf Instagram. Ich möchte bitte nicht uralt ausschauen. Ich muss mir jetzt wirklich langsam überlegen, auf Instagram zu gehen. Und wenn wir jetzt noch drüber lächeln, dann fragen wir in 3 Jahren mal hier, wer ist noch nicht auf Instagram? Oder wer ist noch auf Facebook? Wir wollen ja den Anschluss nicht verlieren. Ich glaube, in der trendsetzenden Fähigkeit sind es die ganz, ganz Jungen. Ganz, ganz klar. Das geht. Wenn jetzt plötzlich wieder die Buntfaltenhosen da oben, der Gürtel modern werden und so weiter, dann sagen sie, ach Gott, das war alles schon, das haben wir schon. Wir schimpfen genau 3 Wochen lang und dann kaufen uns die erste. Das ist, ich behaupte das jetzt mal einfach, aber es wird ihnen wahrscheinlich relativ schwer fallen, mir das Gegenteil zu beweisen. Weil dann machen wir dann einfach Fotos. Ja, gerne. Also, das Problem ist, glaube ich, dass sie technisch einfach weggehen von dem, was macht, das im Grunde genommen ist das noch lineares Fernsehen, was da gemessen wird. Das größere Problem liegt, glaube ich, darin, dass die nachwachsenden Generationen, Gott klingt das alt, im Grunde genommen in jeder Form Mobilmedien konsumieren wollen. Zeitlich und örtlich mobil. Ich glaube, der Ausdruck Generation Netflix ist gerechtfertigt. Sie wollen bestimmen, wann und wo und wie. Das heißt, ganz wurscht, wie groß das Ganze ist, ganz wurscht, wo ich mich gerade befinde und ganz wurscht, zu welcher Zeit. Und das, glaube ich, macht es dann so auch insgesamt in der Marktforschung dazu sehr schwierig. Nach Netflix wird auch nicht erfassen. Nein. Ich habe Ihnen da kurz aufgelistet, wie viele Kuchenteile allein erfasst werden. Und da sind jetzt zum Beispiel die beiden Kuchenteile des ORF nicht dabei, wie Sport Plus eben und ORF 3 und einige andere auch nicht. Sie müssen ja nur mal durchschalten, was in Österreich alles zu empfangen ist. Es ist logisch, dass diese Marktanteile nicht haltbar sind. Die Frage ist, wo wird letztlich der Größte landen? In Deutschland ist es relativ lange schon so, dass 12-13% beim Größten sind. Das war mal bei RTL schon so. Es könnte sein, dass dort ein Schluss ist, dass entweder ORF 2 oder ORF 1 bei 12-13% landet. Warum ist mir das so wichtig, das zu erzählen, zu verdeutlichen? Es kann sein, dass das dann die größtmögliche Gemeinsamkeit ist, die wir in Österreich noch haben. Wir haben jetzt noch eine Krone-Zeitung, die angeblich 27% hat, auch permanent sinkend. Aber vielleicht wird es ungefähr 12-13% nur sein. Und wenn Sie das dann noch ein Stück weiter denken, auf politische Parteien wird es spannend. Und da haben wir die ganz gleichen Zerklüftungstendenzen. Und von daher einfach als Grundüberlegung, wie wir dem öffentlich-rechtlichen Medium, nennen wir es mal so, gegenüberstehen, ob wir es brauchen oder nicht, wenn wir gewisse gesellschaftliche Identifikation benötigen, wenn alles andere so klein wird. Sie bekommen das, ja? Das Spannende an den Top 20 des Fernsehens im Jahre 2018 ist, da hat mich zum Glück der Sportchef der Salzburger Nachrichten gerettet. Ich habe nämlich eine Kolumne damit gestartet, in einem Jahr ohne Skiweltmeisterschaft und Olympische Spiele. Mir ist nämlich noch nie eine Top 20 Fernsehreihung untergekommen, wo in Österreich nicht die Ski-WM oder Winter-Olympia drauf war. Erstmals hat es, Zhejiang hat es nicht unter die Top 20 geschafft wegen der Zeitverschiebung. Von daher sehr, sehr untypisch. Das käme sonst noch dazu, aber auch sonst Sport, 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 Sport. Natürlich vor allem Fußball, Weltmeisterschaft in dem Fall, aber auch ein paar Klassiker. Es ist am 14.01. passiert. Ich habe nachgeschaut, ich weiß es nicht. Nein. Am 28. war Niederösterreich, aber den 14. weiß ich nicht. Nein. Inge Pfarrer drängt mich ein bisschen aufs Tempo. Ganz kurz. Der relativ, nicht
Gerne. Der relativ gleichbleibende Radiomarkt, spannend für Sie, was passiert, wenn jetzt OE24 Österreich, die Gruppe der Fellners, die zweite bundesweite Privatradiolizenz bekommt. Sie haben die Lizenz bekommen, Sie werden heuer noch starten. Wie weit gelingt es denen, da etwas aufzumischen? Bisher gibt es ja nur für Krone Hit eine bundesweite Lizenz. Und zum Abschluss, auch wenn die Zeit drängt, kann ich Ihnen eines nicht ersparen. Ich habe es am Anfang schon gesagt. Wie schaut Medienfinanzierung in Österreich aus? Ja, etwas mehr als 600 Millionen, 630 waren es zuletzt, Euro Programmentgelt für den ORF. 39, irgendwas Millionen Parteienförderung, die jetzt erhöht wurde um 2%. Warum nenne ich das direkt neben der Förderung für Presse? Ganz einfach. Die beiden Förderungen sind zugleich entstanden, sind sogar zwei Bundesgesetzblätter, die fortlaufend nummeriert sind und haben zwei Büros nebeneinander im Bundeskanzleramt, wo das Ganze bearbeitet wird. Ursprünglich waren die auf ungefähr gleichem Niveau. Jetzt gibt es da, glaube ich, eine Vervierfachung, wenn ich mich nicht irre. So schaut es zumindest aus. Doppelt so hoch ist allein schon die Förderung für den privaten Rundfunk. Nur was da überall nicht berücksichtigt ist, sind die Ausgaben der öffentlichen Hand für Werbung, Inserate. Die müssen ja mittlerweile in der Medientransparenzdatenbank berücksichtigt werden, relativ gleichbleibend, auch unter der neuen Regierung, die an allem sparen will, aber wahrscheinlich nicht an der Kommunikation, ungefähr zwischen 180 und 200 Millionen Euro im Jahr. Quartalsmäßig natürlich mit gewissen Ausreißern. Das heißt, das kann sich dann durchaus messen mit dem, was in Richtung ORF geht. Spannend ist nur, wie es verteilt wird. Wenn Sie sich zum Beispiel die Ausgaben der Ministerien, und zwar nur der Bundesministerien 2018 ansehen, dann haben das ungefähr 24 Millionen Euro. Was glauben Sie, wer ein Drittel davon allein bekommen hat? Die Krone und heute. Spannend ist, wenn wir die Daten hier anschauen, dass Österreich noch mehr bekommen hat als heute. Also es gibt da ein gewisses Missverhältnis, sagen wir mal so. Und was noch spannend ist, ist, wie hoch der Anteil von Facebook, YouTube, Instagram mittlerweile ist. Google natürlich auch noch dazu. Es werden nur diese vier Dienste gemessen und schon erfasst. Sie sehen, deutlich steigend. Das sind die Quartalsmillionen. Wenn man das zusammenzählt, ist das jetzt auch schon pro Jahr ungefähr so viel wie die gesamte Bundespresseförderung. Oder prozentuell gesehen, in etwa 5% sind jetzt der Schnitt, rasant steigend. Wir werden gleich mal auf 10% sein. Vielleicht auch durch die Einnahmen, die unter anderem die Ministerien dadurch bekommen, dass es ja jetzt eine Digitalsteuer gibt mit 5%. Dann kann man das andere wieder erhöhen. Ich hoffe, ich habe Sie nicht zu lange mit meinem Frontalvortrag in Deckung gebracht. Vielen Dank. Peter, so frontal war sie gar nicht, du hast immer wieder Fragen zugelassen, das schätzen wir sehr, dass wir da gleich nachfragen können und wir freuen uns, dass du auch noch ein bisschen hier bleibst und dass wir weiter mit dir diskutieren können. Das Buffet ist eröffnet, bitte bleiben Sie und dass wir uns noch weiter austauschen und uns den Abend mit Peter Bleichner noch ausklingen lassen. Würde mich freuen. Danke. Das war es für heute. Herzlichen Dank fürs Zusehen und wenn euch das Video gefallen hat, bitte teilt es, hinterlasst einen Like oder abonniert unseren Kanal. Danke!